Hi, herzlich willkommen zu Scars Above, ein schwer auszusprechender Titel, aber ein interessanter nichtsdestotrotz, denn es ist ein Sci-Fi-Action-Adventure. Ich persönlich habe so ein bisschen auch so Dark Soul-eske Vibes bekommen. Ich bin gespannt, ob sich das bestätigen wird mit, glaube ich, sehr wichtigem Fernkampf und potenziellem Nahkampf. Also so stelle ich es mir vor. Und ich weiß sonst mehr auch nicht. Ich habe es mir geholt, weil ich es schon lange auf meiner Warteliste hatte. Und weil ich es, wie gesagt, irgendwie hat es mich an Returnal erinnert. Das, ihr werdet es gleich sehen, es hat auch eine weibliche Hauptfigur. Es hat so ein paar Elemente, die mich an Spiele erinnern, die mir gefallen. Und deswegen will ich das heute mal anspielen. Und deswegen werden wir gucken, ob das was ist, um es länger zu spielen. Oder ob das eher was ist, was man nur anspielt und dann abhakt. Ich will es auf jeden Fall einmal wissen. Und damit gehen wir am besten auch schon einfach rein. Den Todescounter von Wolong kann man erstmal pausieren. Ganz so schwer wird es hoffentlich nicht werden. Und dann starten wir einfach mal. Oh Moment, vielleicht sollte ich vorher einmal noch Grüße alle, Grüße. Montag der 13. Nee, Moment, heute ist doch gar nicht Montag. Was erzählt ihr? Am Montag ist Montag der 13. Okay, dann machen wir das jetzt. Kurz eine Sache, was, Moment, streamst du auch das Spiel Bleak Faith Forsaken, was heute erschienen ist? Mein Gott, das habe ich noch nicht vernommen. Ich bin aber auch, komme gerade erst so aus einem kleineren Relax-Urlaub. Ich war 2 Tage mal nicht live und bin deswegen schon wieder komplett raus aus allem. Das schreibe ich mir auf. Bleak Faith Forsaken. Könnt ihr euch ja auch mal merken. B-L-E-A-K F-A-I-T-H und dann Forsaken. Wie das Spiel für das N64, glaube ich, damals. Okay, so, jetzt gehen wir aber gleich ins Spiel. Erstmal danke an Adam Bernau und Hurt dafür, dass ihr gerade abonniert habt. Nein, ich habe die Resident Evil 4 Demo noch nicht getestet. Ich warte auf das Spiel und ich werde es nächste Woche schon bei den Rocket Beans spielen und dann hier auf meinem Kanal auf sehr schwer. Und mit diesen letzten Worten gehen wir nun ins Spiel, gucken uns das an. Ich hoffe, es gefällt euch. Nachher werden wir mal abstimmen, ob das was ist, was wir weiterspielen wollen. Missionsspezialistin Kate Ward, Sentient Contact Assessment and Response Team. Wir haben uns immer gefragt, ob wir allein im Universum sind. Wir haben beobachtet und erkundet, aber nichts gefunden. Bis jetzt. Scar-Einsatzleitung an Hermes. Status. Alle Systeme laufen. Das Energieproblem des Scanners wird bearbeitet. Ich melde mich. Verstanden, Hermes. Haltet Kontakt. Kate, wir haben ein Problem. Mit dem Scanner? Wir haben den benötigten Strombedarf unterschätzt, um die Hülle des Metaeders zu durchdringen. Mike hat eine Idee, aber er schafft es nicht allein. Er ist im Labor und wird dich einweisen. Ich komme. Oh, ich kann schon steuern. Das überrascht mich doch. Okay. Controller wird... Ja, da. Ah, jetzt kann ich mich hier so in diesem Modus umsehen. Tim hatte Glück, dass Robinson uns unterbrochen hat. Ich war kurz davor zu gewinnen. Sci-Fi-Mühle. Oder wie das heißt. Der Tag, an dem Tim und ich unseren Abschluss gemacht und uns für das Weltraumprogramm gemeldet haben. Wer hätte gedacht, dass wir mal außerirdische Objekte sehen? Jetzt muss ich gerade mal was loben. Ich finde es total super, dass die Texte hier auch vertont sind. Und ich finde auch die deutsche Vertonung bisher sehr gut. Die Entwickler, ich habe extra vorher geguckt, die haben, sage ich mal, keinen wirklich großen Titel gemacht. Alles eher so kleinere Titel, auch eher grafisch unspektakulärere Titel. Und der letzte große Titel war von 2016, also da ist wirklich nicht viel passiert. Hoffentlich haben sie jetzt mal einen echten Burner irgendwie entwickelt. Das würde ich mir wünschen. Bisher muss ich aber sagen, ist das schon ziemlich gut gemacht, was ich in den ersten Minuten sehe. Da ist jetzt auch nichts dabei, was man nicht schon gesehen hat. Aber zum Beispiel so, dass ein paar Sachen vertont werden und die Vertonung gut ist, ist schon mal ein Indikator, dass es jetzt nicht komplett
ich sag mal, nicht Indie-Trash ist gemein, aber dass es halt Indie ist, wo man dann irgendwie sagt, okay, ist auch egal, ob es jetzt überhaupt eine Vertonung gibt oder so. Es ist jetzt 6 Monate her, seitdem das außerirdische Objekt der Meta-Eder der Erdatmosphäre aufgetaucht ist. Die Hermes-Mission bereitet sich in diesem Moment auf eine Kontaktaufnahme vor. Heute Morgen hatten wir die Gelegenheit, ein Exklusiv-Interview... Ein bisschen erinnert es mich auch an The Dick, das klassische alte Adventure, das ihr wahrscheinlich kennt, hat auch einen sehr filmischen Anfang. Ich habe keine Ahnung, wofür du bist, aber ich finde dich cool. Das ist wahrscheinlich etwas, da kann man Sachen mit desinfizieren mit einem Infrarot-Flash oder so. Vielleicht ist das wirklich so. Vielleicht habe ich das gerade echt gut interpretiert. Die ganzen Gerätschaften. Was sind sie? Das hier, was soll das sein? Okay, ich kümmere mich jetzt wieder ums Spiel. Okay, ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut, aber jetzt wird schon nichts mehr vertont. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, dass das jetzt sich die ganze Zeit durchzieht. Mike hat mir sowohl Kanji als auch Katakana beigebracht. Man kann nie genug Sprachen sprechen. Ja, die ganzen Gegenstände und ihre Meinung dazu beschreiben schon ein erstes Bild dieser Mannschaft. Ha, diese komischen leuchtenden Dinger. Hey Kate, ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir genug Energie für den Scan bekommen können. Ich habe den Scanner direkt an die Triebwerke angeschlossen. Wow, direkt? Mutig. Ich glaube, das funktioniert, aber wir müssen den Prozess in Gang setzen. Dafür brauchen wir etwa 500.000 Volt. Haben wir noch diese SLD-26-Schweißgeräte im Ausrüstungsraum? Ja, ich glaube, wir haben noch ein oder zwei. Warum? Oh. Oh. Du willst sie so umrüsten, dass sie Starkstrom abgeben. Und du nennst mich mutig. Oh je. Und damit haben wir unsere erste kleine Aufgabe. Bau das Hochspannungsgerät im Labor zusammen. Danke an Templerschaf, Klingone... Und alle anderen, bei mir gibt das Spiel irgendwie Mass Effect Vibes, schreibt einer, der andere schreibt bisschen Death Stranding Vibes. Bin mal gespannt, wer von uns am Ende bestätigt wird. Auf Zellebene scannen und analysieren. Okay, hier ist natürlich Scar, das ist interessant, denn darum geht's ja wohl, oder zumindest ist das der Titel, Scars Above. Inwiefern das gleich noch alles relevant wird, gucken wir mal. Schweißgerät. Speziell für Reparaturen an der Außenhülle einer modularen Weltraumstation hergestellt. Die Schweißgeräte verwenden die neueste Lasertechnologie. Jetzt muss ich ein Rail-Modul am mobilen Druckgerät herstellen. Ach ja, mobile 3D-Drucker. Das ist es also. So, das sollte stark genug sein, um den elektrischen Strom zu lenken und zu konzentrieren. Jetzt noch alles zusammensetzen. Fehlt nur noch eine Energiequelle. Zuerst muss ich die Frequenz der Tesla-Spule anpassen. Wie ich sehe, ist Mr. Jefferson heute im Labor. Ja, ich verlasse meinen Heimatplaneten nie ohne ihn. Ach ja, Jahre des Resident Evil-Spielens haben mich auf diesen Moment vorbereitet. So, jetzt muss ich die Ausgangsspannung kalibrieren. Okay. Hier? Hier? Ah, okay. Oh, komm! Nein! Das sieht aus wie ein Space Blaster. Nur ein Werkzeug, mehr nicht. Es ist ein vektorisierter Energie-Rail-Akzelerator, der elektrische... Vera!
Nennen wir das Ding doch Vera. Du gibst Dingen echt gern Namen. Vera, na gut. Ja, ich muss sagen, das hat jetzt schon irgendwie Bock gemacht und einem wahrscheinlich auch ein bisschen das Waffen-Upgrade-System näher gebracht. Danke an Razorhead. So. Ich mag es, dass man am Anfang so eine angenehme Situation hat, wo die Leute mit zusätzlichem Strom versorgen. Einfach nur ihren Job machen. Siehst du die drei Positronikknoten um den Kern herum? Ja. Ein Stromstoß für jeden sollte genügen. Ja, weiter so. Okay, jetzt schießt er aber nicht. Ach so, nachladen. Ein Schuss nur. Hier seht ihr übrigens jetzt so ein bisschen, ich versuche das mal zu demonstrieren, so ein bisschen das Lock-on-Feature, das es hier gibt mit dem Controller. Mit der Maus ist es natürlich ein bisschen leichter, könnte man sagen. So kann man also zu verfolgen. Ich werde hier gerade mal, einfach nur um es mal zu gucken, die Zielhilfe mal auf stark machen. Nicht, weil ich jetzt so ein Lappen bin, sondern weil ich das mal vergleichen will, ob das nicht... Ja, um ehrlich zu sein, jetzt ist es eher wie bei der Maus, dass man einfach gut mitgehen kann. Danke, nimm Saya! Ein Schuss direkt auf den Kern, mitten ins Herz. Das klingt überhaupt nicht gefährlich. Genau, das meine ich nämlich. Das Kam hat völlig recht. Wäre lustig, würde man Dead Space erstmal mit Heimwerkerarbeiten anfangen. Genau, wenn man jetzt auf dem Schiff quasi eine Stunde vorher, man ist so auf dem Weg, man ist gerade im Hyperspace und muss noch irgendwo, ist irgendwas irgendeine Sicherung durchgeflogen, man muss sie austauschen. Irgendwie so fände ich gar nicht so verkehrt. Um einen so reinzuholen. Aber das ist natürlich für so einen Action-Titel nicht das Richtige. Da will man direkt ins Game. Aber ich finde sowas immer sehr schön, wenn man die Welt erstmal atmen kann. Okay, Moment. Jetzt wurde mir wahrscheinlich gesagt, ich soll noch irgendwie hier reinschießen. Es klappt. Ich leite den überschüssigen Strom direkt an den Scanner weiter. Ich habe dich seit den College-Meisterschaften nicht mehr so schießen sehen. Ja, und da hast du mir den ersten Platz weggeschnappt. Vergiss das bloß nicht. Gut gemacht. Dr. Ward, Dr. Yoshida, kommen Sie bitte zur Brücke. Sehen wir mal nach, was sich in unserem außerirdischen Gast befindet. Also ich finde das so geil mit dieser Pyramide, die da plötzlich im All erscheint. Ich finde, das ist generell eine Story, die wir in Zukunft noch häufiger sehen werden, auch weil das UFO-Thema natürlich plötzlich wieder ein bisschen in der Popkultur auftaucht. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Nein, Mann, die ist aber jetzt nur noch bei mir. Vera! Es tut mir jetzt schon leid. Ich würde sie so gerne mit bei mir behalten. So fängt es nämlich an. Und dann ist eine Vera nicht genug. Dann willst du mehrere. Telemetrie-Check. Telemetrie okay. Wir sind bereit. Wie sieht es mit dem Sensor-Array aus, Mike? Wir sind soweit, Kommandant. Sie haben die Ehre, Dr. Ward. Nehmen Sie Platz, wenn Sie bereit sind. Und starten Sie den Scan. Oh, ist das geil. Sowas mag ich total. Kannst du mir die Geschichte nochmal erzählen? Die mit der Astronautin und der Schachtel? Oh, na klar. Die Astronautin hat Geburtstag und ihre Kollegen stellen ihr ein Geschenk hin. Es ist in der schönsten Schachtel verpackt, die sie je gesehen hat. Sie nimmt die Schachtel, aber irgendwas stimmt nicht. Sie öffnet sie und sie ist leer. Es ist nur ein Zettel drin, auf dem steht, sie wirkt leer, aber sie ist voller Sterne. Dann hoffen wir mal, dass der Metaeder auf den Scans nicht leer ist. Oder voller Sterne. Kommandant. Doktor. Das war das ganze Gespräch? Okay. Sprich mit den Teammitgliedern. Oh, das ist sogar optional. Ja, natürlich mache ich das. Du dachtest, ich verfehle das oszillierende Ziel, nicht wahr? Nein. Du triffst immer ins Schwarze, wenn es drauf ankommt. Gucken wir mal. Okay. Danke, Umbrella Corp Cologne, für dein Abowski. Spielst du heute die Resident Evil 4 Demo? Naja, wenn ihr das alle wollt, werde ich die dann heute nochmal spielen. Aber ich muss sie vor allen Dingen erst runterladen.
Die zusätzliche Energie scheint ihren Zweck zu erfüllen. Die Sensoren haben den Meta-Eder erfasst und arbeiten bei fast 200% ihrer Kapazität. Geben Sie das Zeichen. Einen Moment, Dr. Ward. Team, Ihre Aufmerksamkeit bitte. Seit Anbeginn der Menschheit hat unsere Spezies in den Himmel geschaut und sich gefragt, ob wir tatsächlich allein sind. Nun, vor 6 Monaten bekamen wir die Antwort. Und mit ihr viele neue Fragen. Was ist dieses Objekt da vor uns? Woher ist es gekommen? Wer schickt es? Und wieso? Während Regierung, Anführer, kluge Köpfe und einfache Leute dieses Ereignis diskutierten, haben wir trainiert, uns vorbereitet. Das Scar-Team. Und die ganze Welt verlässt sich auf uns. Wir sind Träumer und Skeptiker. Wir sind Entdecker und Pioniere. Mit Herz und Verstand. Mit Mut und Entschlossenheit. Vertrauen und Teamgeist. Mit der Wissenschaft werden wir der Welt Antworten liefern. In diesem geschichtsträchtigen Moment, in dem Hoffnung auf Angst trifft, bin ich froh, dem Unbekannten an Ihrer Seite entgegenzutreten. Dr. Ward, Sie haben die Ehre. Legen wir los. Ja, Kommandant. Ach, haben Sie Angst? Natürlich. Ich dachte, Militärpiloten lernen keine zu haben. Wir lernen sie zu kontrollieren. Die Angst hält uns wach. Wie kommen Sie zurecht, Doktor? Oh, ich bin zu 100% wach, also... Glauben Sie, es ist eine Waffe? Naja, Waffen sind ein sehr menschliches Konzept. Vielleicht ist das, was wir als Waffe wahrnehmen, nur ein Werkzeug. Moment, der Scan. Das Energieniveau des Meta-Eders steigt rapide. Okay, was war das? Energieversorgung versagt. Sensoren offline. Schalte auf Notstromgeneratoren. Leite Strom um. Da. Der Meta-Eder, er erzeugt eine Art Gravitationsquelle. Die Hermes wird hineingezogen. Na gut, festhalten. Dr. Ward! Also bisher gefällt's mir. Es hat eine schöne Stimmung. Kate gefällt mir. Synchro gefällt mir. Sci-Fi gefällt mir. Viele Leute im Chat haben auch schon gesagt, das ist ein sehr solides Spiel. Es gab's ja schon seit einer Woche oder so zu kaufen. Kommandant Robinson? Tam? Mike? Irgendwer? Wo seid ihr? Wo bin ich hier? Danke, Queechy. Guter Moment für dieses Abo. Okay. Irgendwo... auf fremdem Planeten, der offensichtlich noch einen weiteren Planeten neben sich hat. Check. Pyramide im Himmel. Check. Was ist los? Sayana. Wer war das? Wo bin ich? Deren Rüstung sieht ein bisschen aus wie dieses eine... wie dieses schwarze Lack... dieses aufblasbare Latex. Diesen aufblasbaren Latexanzug, den vor kurzem so ein Typ auf irgendeiner Modeshow anhatte. Mit so extrem übertriebenen Schultern und Beinen, Oberschenkeln. Okay, wir wollen hier hoch. Ich drücke
L-R-A-O. Ich habe halt gerade echt nicht aufgepasst gerade. Okay, es ist B. Da sieht man schon so ein bisschen die Dark Soul Mechanic. Oder zumindest so in die Richtung, ne, dass man vielleicht auch früher oder später ausweichen muss. Alles mit, in dem Fall jetzt B, kontextsensitiv. Ah, hier. Danke, Miri! 27. Wie ist das möglich? Was ist das für ein Planet? Hat der Meta Eda uns hergebracht? Sowas ist genau dieser mysteriöse Shit, auf den ich Bock habe. Deswegen habe ich auch beim Trailer schon an Returnal denken müssen und es mir auch vorbestellt. Und ein, zwei Leute haben auch schon gesagt, es hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gebe ich jetzt mal so weiter, ich kann dazu noch nicht viel sagen, aber es kostet ja auch nicht die Welt und wirkt halt schon wie so ein Double-A-Spiel, sage ich jetzt mal. Also vielleicht nicht Triple-A, aber man sieht schon die Mühe, die reingeflossen ist, und vor allen Dingen mag ich halt das Art-Design auch hier. Aber ich bin auch so, ich bin halt wirklich ein Opfer, was Sci-Fi-Geschichten angeht. Gib mir Pyramiden und Laserstrahlen und fremde Planeten und dann finde ich das erstmal geil. Aber ich meine, das sieht ja auch schön aus. Hier so die Wasserspiegelung. Das ist alles nichts Besonderes, aber auch wirklich nicht schlecht. Oder hier auch diese wehenden Wiesen. Klar, es sieht nicht AAA aus, aber ihr versteht schon, was ich meine. Es ist mindestens ein A, wahrscheinlich eher 2 A. Es ist AA. Das klingt falsch. Eine Art außerirdisches Bauwerk. Ja, das ist auch immer gut. Monolithen. Oh, schwebende. Das gibt extra Punkte. Das ist auch ein guter Monolith. Da haben schon viele Leute dran gegrapscht. Dadurch ist wahrscheinlich diese Form hier entstanden. Und ich meine, wir sind uns ja, glaube ich, alle sicher, dass wir nicht abgestürzt sind oder so, sondern wir sind, ich meine, wir haben einen Tanktop an. Wir sind einfach hier hingebeamt worden in einem, weiß ich nicht, entweder in unseren Gedanken und es passiert alles innerhalb weniger Millisekunden, oder wir sind halt in diese Pyramide eingesaugt worden, und da ist schon die Frage, was ist aus unseren Partnern geworden? Was war diese Kreatur? Ich mag auch durchaus Kapitel. Gib dem Ganzen so was Literarisches, und da kannst du auch immer einen guten Untertitel nochmal. Das muss jemand aus dem Team sein. Ist nicht schlecht. Ich muss schnell dahin. So, neuer Log-Eintrag hier. Das Wesen im Inneren des Sturms. Erscheinung hat mich zu einer Konsole mitten auf einem leeren Feld geführt. Sie hat mich vor einer Gefahr gewarnt. Ich berührte die Konsole und ein schrecklicher Sturm brach los. Der Lärm war ohrenbetäubend, und während der Sturm tobte, sah ich eine riesige, furchteinflößende Gestalt, die sich mir näherte. Ich verlor das Bewusstsein. Mal wieder, möchte ich hinzufügen, und wachte in einer Umgebung auf. Mal wieder, die nach einem Sumpf aussah. Okay, hier seht ihr der Picard. Wenn man Picard bei Kick bestellt. Kika oder so. Mike, ein brillanter Physiker. Tamara, eine brillante Ärztin.
SCAR, ein brillantes Sentient Contact Assessment and Response Team. Bin mal echt gespannt, ob man die noch wieder sieht. Oder ob das jetzt war. Die Trümmer. Für die. Sie sind von der Hermes. Sie müssen beim Eintritt in die Atmosphäre abgebrochen sein. Ich weiß, man sagt eigentlich bei Wish, aber ich finde Kick irgendwie besser. Das sage ich schon immer. Ich finde Kick ist irgendwie noch schlechter. Stellt euch einfach vor, Picard gäb's bei Kick oder Primart. Okay. Das ist ein Scar-Rucksack. Leer, aber trotzdem nützlich. Ein elektrisches Messer. Das elektrische Messer schneidet selbst härteste Materialien. Das sollte ich mitnehmen. Okay, jetzt wird mir kurz das System nochmal erklärt. Ich werde es auch nochmal hier, genau, ich muss das Messer natürlich einmal... Oh, ich dachte, ich kann es direkt benutzen. Aber nee. Ein echtes Rambo-Messer. Okay, wir kümmern uns, jetzt muss ich hier wahrscheinlich durchhäckseln. Oh shit! Natürlich Spinnen oder naja, Vierbeiner. Logbucheintrag. Eine wirbellose Gliederfüßerart. Erinnert an Spinnentiere. Schnell, klein, scheint sich in Gruppen zu bewegen. Die sind tot. Wie gesagt, all diese Sachen erinnern sowohl jetzt auch an Spiele wie Dark Souls durch den Nahkampf, aber vor allen Dingen an Returnal, finde ich. Diese kleinen Bubbles mit Ausgängen, in denen man erstmal alles erledigen muss. Aber andererseits, ne, es hat halt nicht die Mechanik von einem Returnal. Ich dachte auch, es wäre eben eher mit Laserwaffen, aber ich habe ja auch Laserwaffen schon bekommen. Aber jetzt bin ich ja eher im Nahkampf erstmal. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt, was so das Kampfsystem und die Spielmechanik angeht. Nur ein bisschen. Wir wollen die Spule nicht durchschmoren. So, super. Wir haben es, Kate. Man kann sich fragen, daran wo kommt all das her? Mike und ich haben kurz nach dem Start unser elektrisches Experiment beendet. Sie müssen natürlich irgendwie erklären, wie man an die Ausrüstung kommt. Sie ist noch intakt. Aber da wir halt sicherlich nicht einfach abgestürzt sind, frage ich mich schon, wie kommt dieser Kram hier hin? Sieht ja schon so aus, als wäre der abgestürzt. Aber ey, wir haben das doch nicht überlebt im Tanktop. Ah! Du Sau, du! Wo ist Vera? Okay. Es muss wohl eine Art Tür sein. Aber es gibt keinen sichtbaren Verschlussmechanismus. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie man ballert. Vera, komm her. Oh, ich wurde vergiftet, ne? Scheiße. Danke, Schwette85. Okay, das ist dieser Monolith. Ja, es ist im Grunde das Bonfire. Ja, das funktioniert schon relativ gut. So, jetzt ist die Frage, kann ich, wenn ich mich aus dem Gift rausbewege, auch noch überleben? Widerstandsbooster. Es muss wohl eine Art Tor sein, aber es gibt keinen sichtbaren Verschluss. Nee, das ist Munition. Bäh. Aber ich habe keinen Widerstandsbooster, ne? Ich habe nur meine beiden Waffen im Moment.
Okay. Ich mache einmal alles weg. Kurz nochmal wegen Giftigkeit, Widerstandsbooster, ja? Okay, aber den habe ich ja nicht, ne? Mechanismus. Ach ja, wir haben ja gelernt. Wenn ich das Tor scanne, finde ich vielleicht einen Weg hindurch. Wow. Die Nässe-Kombo ist natürlich, weil er sich im Wasser befindet und ich mit Strom schieße. Du schaffst das. Jetzt würde ich mich aber schon fragen, okay, die Energie ist jetzt zwar gering, aber sie geht nicht mehr weiter runter. Fühlt sich an, wie durch Eingeweide zu gehen. Logbucheintrag. Ich habe einen außerirdischen Würfel entdeckt. Er sendet neurale Wellen aus. Er könnte das Potenzial haben, Informationen direkt ans Gehirn zu senden. Y zum Heilen. Ich überlege schon die ganze Zeit, was soll ich denn drücken? Jetzt wissen wir es. Also heilen, ganz normal. Danke. Koffi. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Scorn-Flashbacks. Ja, manchmal so ein bisschen, ne? Die Gliedrigkeit der Gegner. So. Jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut kapiert. Wir müssen es, glaube ich, erstmal dran gewöhnen, dass die auch immer wieder kommen. Aber sie kommen. Das ist interessant, das ist nicht so wie Returnal. Es sind also nicht random generierte Räume, sondern es sind immer dieselben Räume und es ist dann da auch immer dasselbe, immer derselbe Rhythmus, in dem die Gegner kommen. Das ist auf jeden Fall interessant, weil das natürlich aller Dark Souls einen die Möglichkeit gibt, sich darauf vorzubereiten und strategisch zu arbeiten und man muss sich nicht permanent neu anpassen. Wie durch Eingeweide zu okay, aber einmal sammeln reicht. Okay, gut. Kann das Game was? Ja, das wollen wir gerade rausfinden. Ah, da habe ich mich selbst verletzt, ja. Nässe-Kombo. Jetzt kommt schon wieder dieser ganze Giftkram. Logbucheintrag. Großer Gliederfüßer. Bei einer gewissen Temperatur können die Chemikalien in seinem Unterleib explodieren. So, Y. Logbucheintrag. Ich habe einen außerirdischen Würfel entdeckt. Er sendet neurale Wellen aus. Er könnte das Potenzial haben, Informationen direkt ans Gehirn zu senden. Noch eine von diesen Säulen. Diese Kabel, die sind von der Hermes. Ein fleischartiges Gewebenetz. Ich muss irgendwie da durch. Logbucheintrag. Starkes organisches Gewebe. Darin scheinen mir die Ethanol gefüllt zu sein. Also wahrscheinlich brennt. Okay, irgendwie muss ich es anzünden, aber das geht zumindest nicht mit meiner Waffe. Habe ich vielleicht einen anderen Schuss? Nein, habe ich nicht. Dann machen wir das später. Oh. Vielleicht muss ich die Kabel auch connecten.
Ach, jetzt habe ich die Säule wieder aktiviert. Wir gucken nochmal. Hallo, Anskilt Drahim. Und auch der Unhold hat es wieder gewagt, hier zu abonnieren. Da lang, okay. Dieser Effekt ist auch sehr schön. Ein natürliches Gefäß für eine einheimische Kreatur. Die Schale scheint leicht brennbar zu sein. Sie enthält einen fast vollständig ausgebildeten Organismus. Ich fasse sie besser nicht an. Es könnte natürlich auch sein, dass wir in die Zukunft gebeamt wurden, in der unsere Besatzung schon seit längerem auf diesem Planeten ist. Weil das würde erklären, dass die Kabel auch in irgendeiner Form hier verlegt wurden. Dann würde man auch verstehen, dass die vielleicht abgestürzt sind und überall Trümmerteile rumliegen. Diese Ausrüstung. Sie stammt von der Hermes. Aber da waren wir doch erst vor einer Stunde. Genau, Babe. Ich hab's doch gerade erzählt. Irgendeiner organischen Substanz bedeckt. Hier ist der 3D-Drucker. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt kann ich den Drucker aber noch nicht benutzen, aber rein theoretisch. Commandant Richard Robinson, Logbucheintrag. Seit ich die Hermes verlassen habe, bin ich. Geht es mir schlechter? Befuchs. Ich muss ihn loswerden. Ich konnte elektrische Bauteile bergen. Vielleicht kann ich mir mit dem MDG eine Art Brenner bauen. Den Befugs wegbrennen. Ich muss den Körper reinigen. Seit er die Hermes verlassen hat? Wir waren doch gerade noch dort. Er klingt anders. Aufgebracht. Okay. Jetzt habe ich noch ein thermisches Modul hinten gefunden an dem Laptop. Was einen daran erinnert, dass man die Sachen auch drehen sollte. Ja, es ist, glaube ich, so, wie ich dachte, ne? Die sind irgendwie schon lange vor uns hier aufgetaucht und wir ganz am Ende erst. Und die sind, glaube ich, irgendwie mutiert. Vielleicht. Ja, ich drucke selbst einen Emitter mit dem MDG, verbinde ihn mit dem thermischen Modul und bringe ihn am Rahmen des Schweißgeräts an. Könnte sich direkt durch das Gewebenetz brennen. Und ich nehme das MDG mit. Okay, 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 ich hab's verstanden. Ah. Halt durch, Kate. Du schaffst das. Ja, klar. Außerdem kann man ja gleich speichern. Also gegen die Giftigkeit muss man wohl doch regelmäßig etwas unternehmen. Danke, AskJare99. Das ist ein guter Punkt. Unskilled, passt der Name auch. Unskilled
Drahim schreibt, ich will so ein Game mal mit einem Pleb-Crew-Mitglied sehen. Die haben immer so einen Masterplan, oh, mit dem Connecten, dies und das und so. Ja, du hast recht, ne? Geil wäre, wenn das mal einer wäre, der sagt, Alter, ich habe gar keine Ahnung, ich bin hier der Hausmeister nur. Das ist so ein bisschen wie Roger Wilco. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, es sei denn, ihr seid sehr alt und habt damals Sierra Adventures gespielt. Da gab es nämlich Space Quest mit Roger Wilco und der war Hausmeister, Schiffmeister. Und er war immer der einzige Überlebende, wenn die von irgendwelchen Piraten gekapert wurden oder Aliens. Und ja, das war lustig, finde ich. Kann ich das nehmen? Okay. Ich muss immer erst scannen und dann ich nehmen. Ich erkenne die Energiepunkte dieses Tors nicht. Oh, das ist auch interessant. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite. Das erinnert an Returnal. Also Roger Wilco aus Space Quest kann ich euch sehr empfehlen. Gerade die ersten drei oder vier sind richtig gut. Richtig gute Space-Parody-Spiele. Natürlich sehen sie heute hässlich aus, aber trotzdem gut. Wobei, die haben heute schon wieder so ein Pixel, so ein Pixel-Retro-Style, der sieht wie sein eigenes Ding aus. Ich frage mich, was ich daraus machen kann, aus dem galvanischen Extrakt, weil ich kann ja doch sehr viel davon immer einsammeln. Ach, Space Quest. Ich muss jetzt gerade ein bisschen an Space Quest denken, weil das damals war das eine meiner Lieblingsreihen, direkt neben Larry. War das so immer eine meiner Lieblingsreihen und die ganzen Lucasfilm-Games natürlich auch, aber von Sierra gab es dann halt immer so Parodien zu Genres, wie halt, ne, Space Quest, da war dann von Star Trek bis Aliens wurde alles, in Star Wars wurde alles so ein bisschen verarscht. Das war schon cool. Okay, hier brauche ich eher Strom. Und man konnte die damals nicht spielen ohne Lösung. Das ging einfach nicht. Du brauchtest die offiziellen Lösungen. In verschiedenen Stufen gab es dann immer Tipps. Sonst hattest du keine Chance. Also ich muss irgendwas finden, um dieses Gift mal wegmachen zu können, um mich dagegen unempfindlicher zu machen oder so. Mal gucken. Oh, schon passiert. Ich habe gerade noch Y gedrückt, aber es war ein bisschen zu knapp. Also man muss aufpassen, gerade wenn man im Wasser steht, ist das natürlich keine gute Idee mit dem Strom. Okay, dasselbe nochmal, aber jetzt ein bisschen besser. Simon, machst du und Eddie mal wieder mit Point and Click. Also dagegen habe ich natürlich nichts. Das Einzige, was ich jetzt echt erstmal nicht mehr machen will, ist Indiana Jones. Aber ich bin eigentlich für alle von diesen kniffligen Sachen immer zu haben. Aber jetzt haben sich ja auch schon gerade spezielle Teams gebildet bei Rocket Beans, die Let's Playen, und da muss ich mich ja nicht vordrängeln. Okay. Wichtig sind nur die kleinen Würfel hier im Moment. Denke ich zumindest.
Ach, kann ich den... Ja, aber ich meine, was soll ich da... Ich kann ihn mir halt angucken, den Kopf des Spinnenskorpions. Trophäen mitnehmen muss ich nicht wirklich. Ich bin ja kein Mann. Ich brauch das nicht. Ja, ich muss einfach nochmal kurz... Kurz einmal nochmal neu starten. Hier waren wir schon. Jetzt will ich gerade nochmal gucken, ob diese Box auch wieder da ist. Oder ob die nur... Ich glaube nämlich, die können nur einmal eingesammelt werden. Ja, hier war nämlich eine. Okay. Das wissen wir jetzt auch. Kann man mit Strom ins Wasser ballern, um den Spawn zu triggern? Ach, den Spawn der Gegner. Das ist gute... Ah, lalalala, jetzt bin ich wieder rein, wieder in dieselbe Scheiße reingefallen. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal probieren. Hier gibt es auf jeden Fall diese Widerstandsbooster häufiger. Kann ich da durchrollen? Ja. Nein, schieß! Erinnert mich ein wenig an Jedi Fallen Academy. Ja, ich weiß, was du meinst, ne? Dieses Sumpfige könnte auch aus einer Star Trek, Star Wars, aus dem Star Wars Universum sein. Man erwartet irgendwo wirklich die ganze Zeit, dass Luke Skywalker mit seinem Yoda-Rucksack hier über die Bäume hüpft. Medizinische Ausrüstung. Ja? Logbucheintrag. Oh nein! Oh, okay, komm, dann muss ich mir so jetzt nochmal anhören. Aber das ist voll dumm, weil eigentlich... Logbucheintrag. Würde ich gerne im Spiel hören. Ich habe die medizinische Ausrüstung für unsere Mission katalogisiert. Ziemlich potent. Booster, Stimulantien, Bioenhancer. Ich weiß, bei unserer Mission gibt es viele Unbekannte. Aber das ist wirklich zu viel des Guten. Lieber auf Nummer sicher gehen. Okay, nur noch 3 Schuss. Verdammt, da habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Schuss ich habe.
Nee, ne, ich hab hier... Kann ich hier nicht nachladen? Nee, kann ich nicht. Aber ich habe immerhin noch Feuer. Das hilft mir jetzt aber auch nicht so viel. Weil die natürlich anfällig sind gegen... Vielleicht, wenn ich die so stacke, wenn ich... Ja, mal gucken. Jetzt vielleicht an Land? Nee, auch nicht. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Unten links. Ihr seht das gar nicht. Ich mach das mal. Ich pack mich mal in die andere Seite. Ne, Moment. So. Bitteschön. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was die Entwickler bislang so gemacht haben, ist das hier richtig gut. Ja, das habe ich auch schon einmal gesagt. Das finde ich nämlich auch so. Einzig, dass die Grafik immer dunkel ist, hat mir nicht ganz so gefallen. Schreibt Markus. Und ich kann das auch nur bestätigen. Okay, nochmal ganz genau jetzt überlegen. Nee, ich muss durch und ich muss auch hier die Elektro-Geschichten benutzen. Vielleicht muss ich ja auch nicht mit jedem Gegner kämpfen. Und ich muss vor allen Dingen meine Waffen auch nochmal verbessern. Sammle ich trotzdem nochmal die Sachen auf. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das überhaupt muss. Aber die blinken halt nun mal. Nö, jetzt kann ich hier auch... Doch, jetzt kann ich es aufnehmen. Ach, weil ich im Kampf war. Logbucheintrag. Ich habe die medizinische Ausrüstung für unsere Mission katalogisiert. Ziemlich potent. Ich weiß, bei unserer Mission gibt es viele Unbekannte. Aber das ist wirklich zu viel des Guten. Lieber auf Nummer sicher gehen. Hier könnte ich jetzt auch einfach mal durchrennen. Ah, okay, in diesem Fall dann doch nicht so einfach. Warum habe ich da gerade so daneben geballert? Oh! Jetzt aber? Endlich. Jetzt brauche ich mal wieder einen Monolithen. Unglaublich. Wofür könnte so ein riesiges Bauwerk wohl gut sein? Vielleicht zum Energietransport? Ich tippe auf Bungee Jumping. Wie weit würdest du gehen? Robinsons Rucksack. Er war hier. Ich sollte mich umsehen und seine Bewegungen rekonstruieren. Der Rucksack ist mit einem organischen Bewuchs überwuchert. Robinson verlor das Gleichgewicht und hielt sich an diesem Felsen fest. Er hatte wohl Probleme beim Gehen. Fleischfressende, wurmartige Organismen mit säurehaltigem Speichel. Das könnte meinen Anzug und mich in kürzester Zeit zersetzen. Robinsons Stiefel. Offenbar ging er in Richtung Wasser. Ja, ich würde sagen, der Typ ist einfach in diesen
in den Säureteich schwimmen gegangen. Jetzt eigentlich gedacht, jetzt haben wir doch alle. Ach, muss ich vielleicht noch das, die Verbindung am Ende scannen. Ah. Danke, Rusty Otaku. Auf dich. Das Gehen fiel ihm schwer. Trotzdem hat er sich in wurmverseuchtes Wasser gewagt. Die Würmer kamen auf ihn zu. Sie sind mit seinem Körper verschmolzen. Was ist aus dir geworden, Richard? Sein Signal kommt von der anderen Seite. Er hat es durch die Würmer geschafft. Ich würde nie so weit kommen. Aber ich muss einen Weg darüber finden. Tja. Logbucheintrag. Dieser Teil des Bauwerks muss wohl das Eingabefeld sein. Aber ich empfange keine Energiewerte. Es muss deaktiviert sein. Natürlich auch sehr interessant, dass sich das direkt unter der Pyramide befindet. Von hier aus kann ich die Energiepunkte des Tors sehen. Okay. Da wusste ich doch, da ist noch ein Würfel. Und hier hinten vielleicht auch noch. Danke, Harlekin. Das sieht ein bisschen aus wie ein Endboss-Areal. Ich hoffe, es ist ein Endboss-Areal. Scheiße. Ja, dass er jetzt so einen Flammenschuss hat, einen Lava, dass der Lava kontrollieren kann, das wusste ich natürlich nicht. Oh, jetzt hätte ich aber wirklich langsam gerne mal, vielleicht hätte ich das vorher machen sollen. Ich wette, hinter dem anderen Türchen war ein Speicherraum. Ja, ich glaube, dass das so funktioniert. Gucken wir gleich mal. Hier ist das. Nöp, 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 habe ich alles. Die Tür. Und jetzt hier rechts. Erstmal speichern. Das ist ja wieder hier. Ist das echt wieder der Anfang? Ja klar, ne? Ha, nee, jetzt bin ich einfach nur... Das war eine Abkürzung einfach nur. Durch die ich ja auch gerade schon bin. Okay, aber sie wollen jetzt, dass ich... erkunde die Umgebung, finde eine Möglichkeit, an den Bürgern vorbeizukommen. Das weiß ich, ne? Okay, dann muss ich wohl doch da lang, ja. Endboss-Time! Oh Mann, ey.
Alles, was ich habe, sind diese lächerlichen kleinen Waffen. Aber ich habe ja auch noch mein Messer. Und ich habe hier auch noch, was ist denn RB? Ach, Energie für, okay, Strom. Was auch immer das ist. Okay, und er hat ja am Boden, am Bauch hat er rote Flecken. Wo ich mal annehme, dass ich draufballern muss. Genau, hier wird es ja auch gesagt. Oh mein Gott. Ja, es ist, man muss den Schuss ja aufladen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Nee, das hätte jetzt aber klappen können. Ja, endlich. Schwer, weil... Ja. Weil ich seine ganzen Moves ja auch noch nicht kenne. Ich wollte gerade, ne, gerade mir noch ein bisschen Energie geben. Okay. Du hast einen Fähigkeitenpunkt. Schreib mir Code GS, der immer am Start ist, wenn ich einen Fähigkeitenpunkt habe. Das ist faszinierend und bedenklich auf einmal. Ich gehe mal davon aus, dass Simon sich die Demo zu Resi 4 gegönnt hat. Nein, habe ich noch nicht. Es wird kommen. Es wird kommen. Jetzt muss ich erstmal dieses Vieh hier besiegen. Ich glaube, jetzt klappt das. Das war dumm. Nee, so bringt das auch nichts. Man muss wirklich genau treffen. Aus irgendeinem Grund kann man nicht anvisieren. Das finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Ah, das war doch ein Volltreffer. Das war heftig. Die Aggressivität dieser Kreaturen geht über das typische Revierverhalten hinaus. Ruft irgendwas diese Feindseligkeit hervor? Eine Eule. Katana Ryan. Befehlt Außenposten Tetra. Sumpfbiom. Auswertung. Mutationen bei Stufe 3. Die Exemplare umgeben sich mit mineralischem Material und schaffen sich so eine steinähnliche Schale. Ihre genetische Struktur ist stabil. Das Alpha-Tier wächst mittlerweile exponentiell. Das ist vielversprechend. Genetisches Codefragment geerntet. Sehr interessant. Das ist eine Art Aufnahme. Klingt wie der Bericht von irgendeinem Experiment. Vielen Dank, Lokolade. Du hast... Alter! Okay. Du hast auf jeden Fall ein Experiment gewonnen. Und zwar, wie kann ich mich nennen, damit alle... Hunger kriegen, wenn sie mich aussprechen. Weil jedes Mal, wenn du abonnierst, denke ich, so kriege ich so innerlich so einen Schuss Speichel in den Mund. Denke ich mir dann immer. Und dann muss ich dennoch darben und darf nichts davon essen. Komm jetzt, Diggi.
Aber ich dachte, dass das vielleicht explodieren kann oder so, diese Dinger hier. Okay, das war mit der anderen Hand. Wie, du hast noch einen zweiten Angriff. Noch frage ich mich, was die 1 auf der linken Seite des Bildschirms zu bedeuten hat. Ein Death Counter wäre jetzt ganz praktisch. Ja, ich habe noch den aktuellen von Wolong. Den will ich lieber in Frieden lassen, aber ich glaube, ich brauche das nicht. Ich sterbe hier nicht so häufig. Sobald ich verstanden habe, wie es funktioniert. So zum Beispiel funktioniert es nicht. Das weiß ich jetzt. Ihr habt schon gesehen, ne, dass das eigentlich getroffen hat. Danke, Marcel. Marcel BM. Keine Sorge, Code GS. Ich werde mir gleich noch den Skillpunkt holen. Aber jetzt muss ich erstmal. Ich will den jetzt so killen. Ich will den Killpunkt vor dem Skillpunkt. Es nervt ein bisschen, dass man diese Gegner halt immer und immer wieder machen muss. Aber das gehört halt dazu. Ich meine, das ist wirklich okay. Ich finde hier dieses Zielen aufs Herz, gerade wie ihr seht, manchmal ein bisschen frickelig und auch nicht so hundertprozentig. Die Trefferzone scheint nicht so hundertprozentig zu sein, weil ich halt jetzt schon mehrfach direkt in die Nähe getroffen habe und nichts passiert ist. Danke an viele Menschen. Age of Chains, Mr. Zylinder, Burning Sock, Prime Hunter TV und allen anderen auch, die jetzt gerade hier meinen kleinen Stream supporten. Kommt der Schlag von links, ne? Nein! Ja, wenn man dann trifft, geht's doch schnell. Also, aber ich glaube, mit der Maus würde es ein bisschen genauer gehen. Aber ich mag dann doch den Controller, aus bekannten Gründen, weil man einfach schöner für euch die Kamera bedienen kann. Und das sind natürlich die ganzen Extrakte, die man einsammelt, sind dann wieder Munition für die ganzen Waffen, wobei das ja im Moment nur 2 verschiedene Munitionsklassen sind. War jetzt gar kein Herz, ne? Oder keine Knospe da. Ja, beim zweiten, dritten Mal geht es dann doch ein bisschen leichter, aber ich habe das Gefühl, als ob die einen noch eine ganze Weile nerven könnten. In der Blase befindet sich eine leicht brennbare Gasmischung. Wenn man mit einem Brandgeschoss darauf schießt, platzt der Sack und setzt ein großes Gebiet in Brand. Danke, Funky Heart. My funky, funky heart. Vielen Dank. Mein Herz reibt sich an deinem.
Ja, generell wirklich schön, dass hier jetzt gerade so viele Leute am Abonnieren sind. Ihr müsst es nicht machen, aber ich nehme es gerne an. Ich versuche dann auch wirklich fünfmal die Woche zu streamen, mindestens. Ach, was war das denn? Jetzt bin ich übrigens Level 2. Jetzt hat es mal ein bisschen nicht geklappt, dass ich mal 2-3 Tage einfach nicht mehr konnte. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich mich ein bisschen übertrainiert habe. Und dann ist man irgendwann einfach mal für ein paar Tage völlig im Arsch. Und das werde ich jetzt ein bisschen besser noch handhaben. Ist das ekelhaft. Das erinnert mich auch sehr an Scorn. So ein richtig fette, verpuppte Made oder Schabe oder irgend sowas. Nix, wo ich meinen Finger reinstecken wollen würde. Danke, Omenim. Diese Kreaturen. Es wirkt, als würde ihr Sekret das Wasser gefrieren lassen. Ach so, hier darf ich drüber laufen. Logbucheintrag. Der Panzer dieser Kreatur ist noch nicht voll entwickelt. Wenn ich ein ausgewachsenes Exemplar finde, kann ich vielleicht sein Gefriersekret nutzen. Ah, okay, dann kriegen wir einen Eisstrahler. Fläche, wenn ich nicht gefressen werden will. Bisher ist das Spiel klassisch, aber trotz allem originell. Also es ist ja nichts Neues, die Elemente beeinflussen zu können. Aber hier wird es irgendwie auch wieder schön präsentiert und auch durch diese Waffen und diese Technologie einfach ein bisschen anders verkauft, als man es jetzt vielleicht von den zahlreichen anderen Spielen kennt, die auch sowas anbieten. Aber das kann man sicher gut für Rätsel nutzen. Kennt man ja. Ich wollte gerade schießen. Heil dich. Ich habe sogar 2 Fähigkeitenpunkte. Na gut, komm. Dann machen wir es mal. Du hast ja völlig recht, Code. Was könnte man... Na, erstmal gucken. Körperliches Training, wissenschaftliche Wahrnehmung, Scannen, Verständnis. Dann sehe ich mehr, habe ich mehr Wissen über die Hieroglyphen und alles. Mobiles Druckgerät. Das ist doch eigentlich besser, oder? Das Druckgerät... Ne, wobei, machen wir erstmal die Fähigkeiten. Das körperliche Training. Kann ich das hier überhaupt... Ah, nee, das sind nur die einzelnen Punkte, die ich, in denen ich was machen kann. Aber ich kann jetzt nicht von hier, seht ihr, ne? Ich lande immer hier oben. So erhöht die Kapazität von Kates Batterien, also Munition. Ein fortschrittliches Injektionssystem zu richten ist ein 50% schnelleres Nachladen, aber leider nicht mehr Energie. 5 Sekunden, 25% des Magazins nachgefüllt. Verbessert die Kondition um 20%. Das wirkt auf mich wie was Wichtiges. Nicht heilende Verbrauchsgüter stellen 20% von Kates Gesundheit wieder her. Da habe ich aber eh nicht genug Fähigkeiten. Habe ich denn hier noch welche? Einen Punkt habe ich noch. Gesundheit erhöht sich. Also, wir haben Gesundheit erhöht und Kondition erhöht. Also viel besser kann man das eigentlich gar nicht mehr einsetzen. Leute. Was macht ihr mich wahnsinnig mit euren Ausrufezeichen? Ich bin gegen sämtliche Ausrufezeichen in allen Spielen. Es macht mich irre, dass die da immer auftauchen. Okay. Danke, Furam. Es ist riesig. Es produziert Unmengen dieses Gefriersekrets. Furam! Simon, du musst dir mal Wavetail angucken. Schon lange nicht mehr so ein chilliges Jump'n'Run gespielt. Ist auch nicht sehr lang, schreibe ich auch auf Wavetail. Ich muss irgendwann auch mal anfangen, die Spiele zu spielen, aber es ist halt echt im Moment wieder mal zu viel. Es gibt zu viele Titel. Okay, hier lang darf ich nicht, also hier lang, klar.
Naja, die gehe ich hier zu der Riesenbratze. Da ist das Gehirn und da die Nervenbahnen zu den Organen. Das ist geil, oder? Diese Drüse scheidet die kryogene Flüssigkeit aus, die das Wasser gefrieren lässt. Die Mixtur aus Verdauungssäuren spaltet die hiesige Pflanzenwelt in eine homogene Masse auf. Bioelektrizität scheint den Prozess zu unterstützen. Muss ich natürlich nur noch rausfinden, was wollen sie denn, dass ich mir angucke, weil das, diese Drüsen hier scheinbar nicht. Wir haben das Nervensystem, wir haben den Kopf analysiert. Oh, wir haben das Deutocerebrum. Das Deutocerebrum scheint elektrische Impulse zu generieren. Danke übrigens an Fruchtknochen und Kajombo. Eine Sache suche ich noch. Die Nervenbahn, okay. Und diese Nervenbahn leitet außerordentlich große Mengen an Bioelektrizität. Jetzt leiten wir eine Schlussfolgerung ab. Die Kreatur nutzt Bioelektrizität, um aus allem, was sie verdaut, ein Enzym zu erschaffen. Und mit diesem Enzym wird in der Schädeldrüse eine kryogene Flüssigkeit produziert. Wenn ich also eine Probe nehme, kann ich den Prozess vielleicht nachbilden? Mit Hilfe des MDG kann ich damit möglicherweise eine Art kryogenes Gerät bauen. Damit könnte ich an den Würmern vorbeikommen. Sie ist so lustig, weil sie hat halt einfach ihre Hand unter diesen Alien-Glipsch gehalten. Ihr ist auch mittlerweile alles egal. Sehen, ob das Gerät arbeitet. Es funktioniert. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut, finde ich. Und schöner Effekt. Kann man doch machen. Hier entlang sollte ich es. Ja genau, einmal nachladen, jetzt kann ich wieder was nehmen. Okay, das finde ich ganz cool. Ich frage mich auch, was hier, ob muss ich... Ach, das... Kann man von da weg? Logbucheintrag. Ach, scannen, okay. Ich stelle starke elektrische Energie in der Blase fest. Wenn die Schutzmembran von elektrischer Ladung getroffen wird, explodiert sie. Okay, wenig spektakulär, aber kann man im Kampf sicherlich nutzen. So, wir hatten das ja schon, wir gucken es trotzdem nochmal an. Danke, Crazier Prime.
Ja, da ist er sauer, ne? Das ist ja WG-Genosse. Nur noch einer. Wie soll er denn da die Höhle bezahlen? Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh, da ist das Alpha. Der Andrew Tate unter den Steingolems. So, komm jetzt her. Oh, okay, umgerannt. Einfach so umgewämst. Shit. Verdammt nochmal. Nicht gut gelaufen bisher. Aber der hat zum Glück dieselben Angriffe, außer diesem einen RAM-Angriff. Kann man den eigentlich schon finishen, wenn man sich dran gewöhnt, wie er angreift. Das ist ein bisschen... Ah, das wollte ich nämlich längst mal ausprobiert haben. Boah, ich habe keine einzige Energie mehr, also kein Heilinjektor. Oh, komm auf die Entfernung. Das war aber nur wirklich ein bisschen zu weit weg schon. Was hat der für eine Reichweite? Ich habe natürlich gedrückt, aber es war ein Ticken zu spät. Die Alpha-Schelle. Was hältst du von Andrew Tate? Andrew Tate ist ein völliger Schwachmat. Ist einer der dümmsten Leute, die ich je gesehen habe. Ich halte den für einen absoluten fucking Loser. Habt ihr die Bilder gesehen? Ich mache mich ja... Man sollte sich ja auch nicht darüber lustig machen. Aber wie Beta der Typ eigentlich ist, sieht man doch jetzt in seinen Gefangenen-Fotos, wo er dann einfach... Und dann sein Tweet. Der geilste war sein Tweet. So, ich erkenne mich kaum noch im Spiegel wieder. Mein volles Haar. Dass er ja sich sonst abrasiert. Mein volles Haar. Und dann siehst du sein Bild und es sieht eher aus wie so ein Deo-Roller, den du über den Teppich einmal hast rollen lassen. Also es ist einfach, der Typ ist so eine Wurst. So, das ist meine Meinung zu Andrew Tate. Der ist gar nicht interessant genug, um auch nur länger als eine Minute über den zu reden. Jetzt lang sollte ich zurück zum Monolithen kommen. Ich muss natürlich meine Energie sparen. Und das schaffe ich gerade nicht. Lang sollte ich zurück zum Monolith kommen. So, okay, jetzt kommen wir langsam hier wieder zu Rande. Aber ich glaube, ich werde mit dem Boss noch eine Weile zu tun haben, weil der hat schon so ein, zwei echt heftige, nervige Moves, die nicht
so schwer zu lesen sind, aber zumindest dieses Gerenne kann einen halt sehr schnell fertig machen. Und ich habe einfach irgendwie nicht genug. Irgendwie habe ich einfach nicht genug Energie. Ich muss mal mehr Energie einsammeln. Danke, Biohadoken! Ich überspringe das mal. Das meine ich, ne? Du bist gerade noch so im Schuss. Warum geht das so schwer? Ich habe das doch vorhin auch über seinen Bauch hinweg geschafft. Weil diese Stellen sind mir ein bisschen zu anstrengend. Ah, okay. Hat geklappt, immerhin. Aber das bringt leider nicht so viel, wie man annehmen sollte. Andrew Ape. Jetzt hat er wieder ein Herz. Jetzt kommt der. Ja. Knew it! Voll die Watsche, Alter. Er hat nicht geschossen. Sie hat nicht geschossen. Jetzt kommt der. Ja. Alter, ich hatte, ob ich den Button nicht gedrückt habe. Eine Millisekunde zu spät? Weiß nicht. Hier schon wieder. Ich sehe ja, dass er kommt, ne? Also ich bin nicht zu blöd. Es ist so ein bisschen mit dem Timing, es ist so ein bisschen gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. I know. Das Alpha. Da haben wir ihn gelegt. Als wären wir die rumänische Einwanderungsbehörde. Oder? Der war doch bei Andrew, in Rumänien ist er doch, glaube ich. Erst hat er sich darüber lustig gemacht, dass man da ja alle bestechen kann. Und dann kam er in den Knast. Könnte etwas Nützliches enthalten. Ein Loser, ey. Okay, so. Einsammeln. Einsammeln. Okay, das geht nicht. Benutze das Kryogewehr. Ja, dazu muss ich hier erstmal wieder zurück. Nee. Vielleicht muss ich hier rum. Nee, auch nicht. Moment, das ist ja komisch. Ach, ich soll das vorher einmal. Ja, okay, klar. Schutzschild. Das ist eine sehr gute Idee. A zum Trainieren drücken. RB. Okay. Das ist eine gute Idee mit dem Schützen. Schon butterweich jetzt 60 FPS, hat das Game eigentlich auch RTX DLSS? Das ist eine sehr schöne Frage, die ich versuchen werde zu beantworten hier. Ich werde einfach mal einmal runterscrollen für euch. Ich lasse alles so, wie es ist, weil es super läuft.
Und hier habt ihr alle Optionen. So viel ist es nicht. Aber es reicht und es sieht halt echt schön aus und es läuft flüssig. Mir ist fast wichtiger, dass es flüssig läuft, als dass es fantastisch aussieht. Also ich meine, natürlich ist Optik, ne? Das Auge spielt mit. Aber flüssig ist doch irgendwie für die Augen immer noch angenehmer. Vor allem bei einem Kampfspiel, wo man die volle Kontrolle braucht. Wo jeder Frame zählt. Interessant, dass die zwar Feuerressourcen abgeben, aber gegen Stromressourcen verwundbarer sind, weil sie halt im Wasser sind, ne? Aber schon interessant, finde ich. Muss man also immer gucken, wo man was herkriegt, um es für andere Gegner wieder zu benutzen. Wahrscheinlich so ein bisschen Steinpapier-Schere-Stil. So, wir nehmen das Kryo-Gewehr in die Hand, denn wir wollen hier über den Wurmtempel, den Wurm, weiß ich nicht, Turmsee. Wurmsee. Und endlich speichern. Rumänischer Knast, dann wird er dort nicht mehr sitzen können. Ja, das, eine letzte Sache zu sagen, das war ja vor kurzem jetzt, hat er ja irgendwie tweeten lassen, dass er, und da denke ich mir wieder, auf der einen Seite darf man sich darüber nicht freuen, auf der anderen Seite denke ich mir, hast du aber auch irgendwie verdient, weil er hat wohl irgendwie getwittert oder twittern lassen über seinen Anwalt, dass er im Knast sexuell belästigt wurde und er es aber genommen hat wie ein Mann. Und es ist alles so geil scheiße, weil irgendwie ist dieser Typ schon wieder so scheiße, dass er auch schon wieder entertainig ist. Aber gleichzeitig ist er so scheiße entertainig und so ein Arschloch dabei, dass man ihm gar keine Aufmerksamkeit geben darf. Es ist einfach absolute Comedy, die da gerade stattfindet. Es ist wirklich unfassbar lustig auf eine Art, aber auch traurig, dass es überhaupt sowas gibt. Und dann ist es natürlich auch, man sollte sich ja nicht freuen, egal wer, wenn jemand sexuell belästigt wird, sollte man sich ja eigentlich nicht drüber freuen. Aber es fällt bei dem Typen einem echt schwer. Okay, komm. Oh, Regen. Da habe ich eine Idee. Wie wär's denn mal damit? Alter, was ist denn hier los? Alles ist im Arsch. Achtung. Cool. Aber ihr merkt ihr schon, da kommen einige. Und mein Schild muss ich gleich auch wieder mehr benutzen. Das finde ich aber gut, dass man bei denen jetzt auch ohne diesen Hotspot zu treffen. Also im Regen kann man denen ganz gut Ärger machen damit, das finde ich schön. Aber natürlich nicht, wenn sie sich schützen und dann halt Feuer. Ah, der Timer von dem Feuer ist, hat mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht. Das Aufladen, ne, das darf man nicht vergessen. Ja, das war's jetzt. Alter. Geht's mit Volong auch weiter? Natürlich. Kann man da auch hoch? Das sehe ich doch. Sehe ich doch einen Würfel. Da, ne? Irgendwie hier? Ne, geht nicht. Okay.
So, dann kommt doch mal alle. Vielleicht alle eher einzeln nacheinander. Machen wir gleich, wenn die alle weg sind. Nee. Es kann schwer werden, aber ich muss sagen, es ist eigentlich noch nicht so schwer. Ich habe den Schild erst seit kurzem. Ich kam gerade nicht ganz rein. Und er hat mich natürlich auch ein bisschen jetzt mit 2-3 Schlägen schnell ans Limit gebracht. Danke, The Brain 00. Dein Prime-Abo bringt mich ans Limit. Ich bedanke mich und möchte alle anderen darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr ein Prime-Abo habt, ihr das sehr gerne bei mir lassen könnt. Ihr müsst nicht. Aber ihr könnt. Das ist die Freiheit, die ich euch bei MonOfficial gönne. Spenden oder nicht spenden. Da kann es nur eine Antwort geben. Was, wo? Okay. Mann, das bringt leider so wenig. Geh hoch. Da hätte ich gern so einen Lock-on-Schuss für diesen verwundbaren Spot. Weil mit dem Controller ist tatsächlich... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit einer Maus besser gehen würde. Wir können es ja mal... Ach nee, komm, wir probieren es nicht, weil ich will ja weiter mit Controller spielen. Aber ich glaube, das wäre mit einer Maus sehr viel einfacher, da irgendwie drauf zu semmeln. Und da würde ich mir tatsächlich für den Controller so ein bisschen Lock-on-Schuss noch wünschen. Danke, Pound Green und Wolf 1207. Ihr habt beide euer Prime-Abo entdeckt. Das freut mich. Callborn gespielt. Nee, ich habe leider erst sehr spät von Hauke eine Beta bekommen und jetzt ist die doch, glaube ich, schon durch. Also habe ich da leider nichts. Da hätte man es mir ein bisschen früher geben müssen. Wer hat geradet? Hat jemand geradet? In diesem Fall vielen, vielen Dank, Alter. Jetzt höre ich ja jetzt gerade erst. Wer ist denn da gekommen? Ich muss jetzt erstmal rein. Alter, Maurice, bist du wahnsinnig? Du bist ja völlig irre. Liebe Maurisa, Maurice, liebe Weberknechte. Das ist gut, Weberknechte. Ihr seid herzlich eingeladen hier zu mir. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Bleibt kurz da. Es erklärt sich von alleine. Ihr seht es ja auch schon. Alle Gegner haben gewisse Elemente, durch die man die, wie hier, einfach leichter besiegen kann. Und der steht aber auch zum Glück, hängt da fest in der Ecke, in der Kante. Habe ich ihn gechoked. Kate, so viele Leute gucken zu. Jetzt pass doch mal auf. Oh, jetzt kommen die anderen. Na, Vorsicht, Vorsicht. Oh, also es ist doch ein kniffliger Moment hier gerade. Scheiße. Dieses Gift ist hart. Das willst du nicht haben. Das hört nie mehr auf. Nee, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Vielleicht. Ja, jetzt sterbe ich hier, ne? Ja, das Gift ist echt ein Problem. Danke, Bubble Bias, Razzo Fazzo und Yeti Mann. Heute nur die besten Namen. Wenn ihr einen dummen Namen habt, dann ist jetzt der richtige Moment, ihn vorlesen zu lassen. Okay, wir lernen. Wir müssen unser Schild benutzen. RB. Wir lernen auch. Vielleicht erstmal einzelne triggern und dann nicht so viel rumlaufen. Und dann fangen wir doch mal an mit Feuer und gucken, wie weit wir kommen. Erstmal nur ein. Ah, da, ihr seht das jetzt natürlich. Jetzt sind die besonders empfänglich gegen Blitze, weil sie im Regen stehen. Und dann sollte ich das vielleicht am Anfang auch mal machen. Aber diese Feuerbrunst. Das mit dem Feuer ist halt schwieriger zu timen. Und bei Zweien ist es auch nicht so einfach.
Was ich auf jeden Fall nicht will, ist wieder dieses Gift. So, jetzt ist mein Schild auch bald weg. Ah, ihr seht es ja rechts, ne? Oh ne, ihr seht es jetzt gerade nicht, weil mein Gesicht da drüber ist. Das tut mir leid, aber eigentlich würdet ihr jetzt sehen, wie mein Schild sich langsam wieder auflädt. Und ich es gleich benutzen kann. Aber ich versuche es erst nochmal so. Ah, nimm doch mal den Arm runter. Da natürlich an denen dran vorbei, weil hier hinter kommen wieder neue Bosse. Komm jetzt, einmal noch. Mach es. Der hat gerade Energie bekommen. Ja, okay, gut. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Okay. Jetzt nehme ich mal doch, bleibe ich doch lieber. Ah, Vera ist leider schon leer, was das angeht. Vielleicht kann ich sie ein bisschen einfrieren. Oh, das bringt ja dann quasi eine Nässe-Kombo. Sehr interessant. Nässe in die Fresse und dann Feuer unterm Arsch machen. Ich bin gleich schon wieder tot. Ich kam nicht weg. Alter. Okay, danke Alkhörnchen. Danke Ilandol. Verzweiflung macht sich langsam breit. Aber ich komme an dieser Ecke vorbei. Oh. Oh. Kurz mal gucken, was ich noch habe. Kryogewehr, ja gut, ist nichts Neues. Fähigkeiten, habe ich vielleicht neue Fähigkeiten auch? Doch, hier habe ich was Neues. Umgebungsscan, okay. So, noch einmal mit Gefühl. Wir gehen vielleicht diesmal anders lang. Vielleicht müssen wir uns erstmal mit den anderen Viechern beschäftigen und dann vielleicht von hinten nochmal kommen. Weil hier kommen nur die Kleinen. Die sind noch machbar. Auch wenn es sehr viele sind. Diese Würfel sind, falls ihr gerade erst dazugekommen seid, natürlich sehr, sehr wichtig. Mit dem Wissen kann ich mir wiederum neue Perks freischalten. Das ist ja das altbekannte Prinzip. Ihr habt, wie ihr schon seht hier, für meine Waffe diese drei Geschichten und den Schild. Schild braucht Energie, ich brauche Heilung, habe aber, glaube ich, aktuell sogar nur einen. Also ich muss dringend mal mehr Heilspritzen finden.
Okay, jetzt sind wir leider doch wieder an dem Dude. An den beiden Dudes. Also speichern wir doch nochmal kurz ab. Und versuchen es nochmal. Danke, JJ Fokker. Lieblings-Lovecraft-Story. Mountains of Madness ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsgeschichten. Okay. Vielleicht kann ich auch nur einen triggern, ne? Vielleicht kann ich den... Ah, oh, natürlich nicht. Okay, so, dann gibt's jetzt erstmal nochmal die volle Brutzel, Packung. Am Anfang klappt's immer voll gut, bis die dann anfangen, genau, die ganze Zeit sich zu decken. Ja, da haben wir ihn doch fast. Ist doch ein bisschen besser an dieser Stelle jetzt als das Feuer. Zumindest mit dieser Nässe-Kombo. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Jetzt muss ich doch nochmal Feuer versuchen. Manchmal wundere ich mich schon, dass das nicht trifft. Weil das waren doch perfekte Treffer bisher. Manche. Und dann, manchmal schießt sie nicht. Ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass man L, also das Ranzoomen, nicht vor dem Schießen loslässt. Ist ja auch logisch, aber das passiert schnell mal, wenn man ausweichen will. Okay, so, jetzt haben wir die endlich erledigt. Aber das ist ja noch lange nicht der Anfang. Noch lange nicht das Ende, leider. Ich weiß ja, was jetzt gleich noch alles kommt. Eine Art Konsole. Zwei Teile fehlen. Ja. Klassisches Rätsel. Danke, Rakarim. Eine sehr seltsame Welt, die sich keinen Gesetzmäßigkeiten, die man von der Erde kennt, scheinbar beugt. Alles hier ist weird. Okay, hier ist nichts. Ja, Notsignal, wo bist du? Und vorhin kamen ja auch die ganzen anderen Gegner. Jetzt frage ich mich gerade, wo sie hier geblieben sind. Dann gehe ich nochmal hier rechts hoch. Danke, Ravel Life. Ne, hier ist nichts, ne? Hier ist nur... Doch, hier ist was. Aber das Ungewöhnlichste ist, finde ich, dass die Viecher jetzt nicht mehr kommen. Ja, hier waren wir natürlich auch schon, aber ich wollte nur noch mal gucken. Hier waren wir auch schon, aber hier ist auch nichts. Obwohl ich doch gerne hinter den Wasserfall kommen würde, denn wir alle wissen, da ist immer ein Geheimnis versteckt.
Ich will nicht speichern, denn dann würden die ja sofort wiederkommen. Hier brauchen wir auch diese drei Pyramiden, wovon wir ja bisher nur eine haben. Da ist auch noch so ein schöner kleiner Würfel, den ich aber auch nicht kriege im Moment. Ich guck mal, wie ich da hinkomme. Aber wir müssen irgendwie da hochkommen. Für alle, die sich wundern, ich habe übrigens auch einen Nahkampf, aber das ist leider nicht sonderlich hochgelevelt. Deswegen mache ich es im Moment nicht so häufig. Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder richtig. Oh, das ist doch schon wieder irgendein Endboss. Erst nochmal zurück. Da, da sind wir doch. Genau hier war das. Erst nochmal schauen, ob hier nicht noch Kram liegt. Nee. Oh, das war doch ein guter Treffer. Warum hat der nur einen Punkt gemacht? Geil. So langsam komme ich rein, so langsam finde ich auch meine Mitte und meinen Spaß im Spiel. Aber das sind schon teilweise sehr viele Gegner und man muss es halt wirklich mehrfach probieren. Immerhin haben wir jetzt das zweite außerirdische Artefakt. Dieses Gerät könnte Teil eines größeren sein. Oh. Eine der Drohnen. Beobachter. Beobachter? Was wird denn beobachtet? Und hier ist auch endlich der Würfel. Ja genau, Drohnen, ne? Was beobachtet ihr? Sehr, sehr interessant. Diese Monolithen sind überall auch und wichtig. Ich kann euch übrigens das Spiel noch nicht erklären. Wir sind erst am Anfang. Eine Pyramide ist aufgetaucht. Wir sind hin, um sie zu erforschen. Direkt über der Erde schwebend. Und dann sind wir plötzlich auf einem fremden Planeten gelandet. Und unsere Teammitglieder sind wohl schon viele, ich schätze mal Monate, vor uns hier aufgetaucht und wir sind plötzlich einfach durch die Zeit gereist und viel später dort erschienen. Okay, ich glaube, da unten ist ein Endboss. Sonst würden die jetzt nicht so ein Trara, glaube ich, draus machen. Extra mit Spielstand speichern und allem. Dann mache ich das doch kurz. Jetzt habe ich alles, volle Energie, volle Waffen, volles Schild, aber eben auch wieder die Gegner am Hacken. Aber vielleicht ist es jetzt egal und ich kann einmal einfach dran vorbeirennen. Vielleicht schaffe ich es schnell genug. Nee! Shit! Jetzt mache ich mal wirklich alle auf einmal, in der Hoffnung, dass ich sie vielleicht in einer schönen Combo gefangen kann. Das war gut, aber hat mich selbst auch extrem verletzt. Ja, ich stand nämlich mitten in der Schockwelle.
Aber war ein guter Schuss. Ja, aber das wollen wir nicht. Wir wollen da nicht runter, wir wollen die gar nicht triggern. Wir wollen eigentlich nur durchschleichen. Hier wäre zur Unsichtbarkeit, wenn nicht schlecht. Nix da, ne? So ist es. Ich muss die killen. Schlimm. Ihr wollt es nicht anders. Dann werde ich jetzt mal Kryo-Gewehr benutzen und gucken, ob ich die nicht so ein bisschen strategischer bekämpfen kann, damit ich da nicht immer so lange ackern muss für. So, ich bringe euch hier erstmal in die Choke. Der erste wird eingefroren. Und dann ist die Frage, kann ich hier... Nee. Ich würde mir echt wünschen, dass die mal in der Bewegung einfrieren. Ja, so, ne? Das wollte ich. Okay, noch eine Sache ausprobieren. Wenn ich die hier reinlocke, kann ich dann einfach an denen vorbei... sie vielleicht kurz einfrieren und dann durch das Tor quasi, also dann den Checkpoint durchlaufen. Vielleicht geht das ja. Danke, Soga Alex. Nein, es geht nicht, sie sind zu hinter mir her. Danke Leute, auch Lastcraft Trucker für deinen Support gerade hier. Na komm! Es ist wirklich schwer, glaubt's mir bitte. Ich lese es auch schon die ganze Zeit im Chat. Da wurde auch immer gesagt, die ersten zwei Level sind wohl richtig schwer und danach wird's durch die Upgrades der Waffen ein bisschen einfacher. Noch finde ich es nicht unfair schwer, sondern nur halt schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber man kann die Bosse halt, oder die größeren Gegner manchmal auch sehr leicht killen. Aber es klappt halt nicht immer. Da! Das will ich! Genau das wollte ich die ganze Zeit! Oh, und dann bringt es nur so wenig. Das ist schon irgendwie traurig, ne? Da muss man nämlich wirklich einfach bei Vera bleiben. Okay, komm. So wird das ja nichts. Danke Conan, XD93. Einfrieren und Elektroattacken, die sind effektiv. Ja, ja, das stimmt schon. Nur dieser, vorher wurde mir beigebracht, dass dieses Herz gegen Feuer besonders empfänglich ist. Und deswegen versuche ich das natürlich jetzt auch umzusetzen. Aber es ist jetzt in diesem Fall nicht richtig. Ich mache jetzt einfach einfrieren und dann die Nässe-Kombo aus. Testen. Ja, seht ihr, das bringt richtig viel. Machen wir einfach nur noch das. So, das haben wir jetzt also auch getestet. Finde ich gut. Oh, sogar geil. Die ganze Zeit ins Herz. Seht ihr, so kann es laufen. Einfach nur gut geschickt kombinieren und schon läuft's. Danke auch an alle Tipps. So, dann gucken wir mal, was hier wieder für einen Endboss kommt.
Danke auch Markus für das verschenkte Abo. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die letzten Tage ja nicht gestreamt und dann verliert man ja immer sofort Abos. Ich habe bestimmt schon 300, 400 Abos verloren. Einfach nur, weil man halt dann ein, zwei, drei Tage mal nichts macht. Aber es ist auch okay, ich will mich davon nicht immer stressen lassen. Aber ich dachte, ich teile das mal mit euch. Das ist teilweise wirklich ein ewiger Grind. Aber man muss sich ja auch mal ein bisschen gönnen, ne? Man muss ja auch mal irgendwann die Work-Life-Balance ausrichten. Hier darf ich nicht zu nah dran sein, weil ich sonst selbst einen Schock kriege. Und dem Gift darf ich bestenfalls auch nicht in den Weg kommen. Danke, Margo! Doch kein Boss, ne? Irgendwas kommt hier. Erzähl mir nur nichts. Okay, der ist empfindlich gegen Blau. Aber erst hinten. Frage ist, kann ich ihn vielleicht einfrieren? Sieht nicht so aus. Doch, geht. Okay. So, und dann hiermit? 4000 hat das gerade an Schaden gemacht. Das soll einem beigebracht werden, dass man das richtig nutzt. Danke, Dragonhook! Die Wucherungen auf dem Rücken dienen als Speicher für große Mengen von Verdauungsenzymen. Eine Öffnung würde großen Schaden anrichten und die Kreatur außer Gefecht setzen. Okay. Ich finde diesen Alien-Planeten, auch wenn er ein bisschen generisch aussieht, doch schön umgesetzt. Ich meine, das sind alles Elemente, die man kennt. Diese fliegenden Steine, Monolithen, Sumpf, Nebel, bisschen Sci-Fi, irgendwie schon. Aber es macht trotzdem Laune. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass man hier einfach nur kopiert und zusammengebaut hat. Ein außerirdisches Artefakt könnte nützlich sein. Mutationen beeinflussen die Aggressivität der Kreatur. Feindseligkeit der Stufe 3 Mutationen um einige Größenordnungen erhöht. Ich werde weiter beobachten und Codefragmente von genetischem Material einsammeln. Das sind immer so kleine... Ne, da kam ich her. Kleine Audioaufnahmen, die aber nicht von unserem Team stammen, sondern scheinbar von irgendeinem außerirdischen Team, das ebenfalls sich auf diesem Planeten umgesehen und analysiert hat. Zumindest ist das mein Gedanke dazu. Okay, ja, hier haben wir alles, ne? Das Vieh ist durch. Na, dann geht's hier vorne weiter. Ach, ich habe einen Punkt, den ich verteilen kann. Danke wieder mal. Das machen wir schnell. Da. Die Zellen nehmen mehr Proteine auf. Dadurch wird Heilwirkung erhöht. Ja klar. Immer erstmal alles in die Heilung stecken. Ach, jetzt habe ich ja alle drei Pyramiden. Jetzt muss ich eigentlich nur zurück, ne? Das ist es. Dann machen wir es schnell. Es erinnert dich an den Film Annihilation. Ja, ist ein interessanter Film auf jeden Fall. Visuell sehr interessant und beeindruckend. Ich habe das Buch damals gelesen und habe es nicht so gemocht. Der Film hat aber vor allen Dingen die Bär-Szene. Hat ein paar sehr geile Momente. Definitiv. Und ja, so ein bisschen weird. Ist alles einfach ein bisschen komisch. Kratzen, kratzen, kratzen. Oh. So, hier will ich natürlich hin. Glaube ich zumindest. Nee! Wir wollen ja zu dem anderen Ding. Genau, da wo schon welche drin steckten. Glaube ich. Aber war das denn hier? Nee, das war...
Aha. Wo war das? War das vielleicht noch weiter zurück? Ich glaube, es war noch weiter zurück. Kurz einmal schauen. Ich weiß, dass das hier natürlich jetzt erstmal kurz Ärger gibt. Jetzt haben wir es, glaube ich, langsam verstanden, das Kampfsystem, wie es gedacht ist. Man muss es wirklich immer kombinieren und die Nachteile der Monster ausnutzen. Okay, viel mehr ist hier auch nicht. Ja, ich glaube, ich muss eben wirklich nochmal ganz zurück zum Anfang, wo man diese Pyramiden einsetzen konnte. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Aber man kann doch jetzt auch dahin. Ich glaube, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Na gut, viel ist es nicht. Nehme trotzdem mit. Ich finde es sehr schön, dass dadurch, dass man immer diese Pflanzen recycelt, automatisiert, dass es eigentlich kein wirkliches Munitionsproblem gibt. Die einzigen Restriktionen, die man hat, sind nur die Menge, die man auf einmal mitnehmen kann. Oh, danke, Halo Joe LP. Ja, Halo-Fans sind hier natürlich immer gerne gesehen. Es gab ja jetzt gerade vor kurzem sogar ein ganz gut gelobtes Update, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es gab was Neues. Hab's leider aber noch nicht gespielt. Na, hier waren wir ja schon. Also wir waren hier überall schon, ne? Ich sag's nur nochmal, aber ich glaube, irgendwo ist diese Tür noch. Eigentlich müsste es doch bei diesem großen Turm sein. Hm, das müsste ja eigentlich dann der sein, ne? Okay, wir gehen einmal nochmal lang. Oh oh. Das war suizidal. Und unnötig. Ich glaube tatsächlich, jetzt bin ich zu weit gelaufen, aber wir gucken trotzdem noch bis zum Ende. Wir sind jetzt ziemlich am Anfang. Ja, das ist der erste. Ja, es bringt ungemein mehr, wenn man die Kombos kombiniert, wenn man einfriert, den Nässebonus holt und dann mit Strom auch noch drauf schießt. Das müssen wir uns wirklich merken und viel häufiger auch einsetzen. Das scheint ein sehr wichtiges Element zu sein.
Okay, da war jetzt nichts. Hier nochmal lang gehen. Die Kabel, genau. Oh, das ist ganz gut. Da komme ich jetzt nämlich zu einer Werkbank. Vielleicht kann ich da ja meine Waffe ein bisschen upgraden. Was ist hier nochmal? Oh nee, nix. Okay. Hier, da sind nämlich die drei Dreiecke, glaube ich zumindest, die drei Pyramiden. Oh, ich kann das nicht mehr benutzen. Dann macht sie es jetzt wahrscheinlich automatisiert immer, sobald ich die entsprechenden Waren dafür habe. Okay. Auch interessant. Da brauche ich das gar nicht mehr manuell machen. Kommandant Robinson liebt dieses Buch. Don Quixote. Hast du noch kein Gegengift? Ist eine gute Frage. Konzentriert Kryogewehr, elektrisches Messer, außerirdisches Artefakt, auch nur zwei. Ja, ich suche nämlich den dritten, wo schon eins drin ist, ne? Das suche ich nämlich. Das muss dann einfach direkt da sein, wo ich umgedreht bin, vorhin. Noch ist ja nicht viel freigeschaltet hier. Gucken wir mal kurz, ob das nicht hier vielleicht doch war, bei der großen Eingangstür. Nee, da muss irgendwann muss da so ein Quader wahrscheinlich rein, so ein großer. Nix, da oben ist ja auch nichts mehr, da waren wir ja schon. Na komm. War das nicht die Schräge hoch? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Jetzt habe ich aber hier gerade noch was entdeckt. Hier war ich glaube ich noch gar nicht. Ach, die Ecke. Ja, doch, hier waren wir. Hier waren wir schon. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück zu der Rampe ganz hinten. Hätte ich wahrscheinlich vorher mal hingehen sollen. Danke, Timesplitter. Schön, schön, schön. Ich muss mich echt nochmal bei Maurice bedanken nachher. Ach genau, ja, hier kommt man scannen. Das brauche ich jetzt aber nicht mehr. Okay, so. Einmal jetzt machen wir nochmal einmal speichern und dann weiß ich, glaube ich, auch schon, wo wir lang müssen. Frage ist nur, ob wir da jetzt problemlos hin können oder nochmal kämpfen müssen. Das ist nämlich da oben bei dem Wasserfall.
Ach komm! Jetzt. Okay, die sind kein Problem mehr. Hier! Oh, das ist aber auch schwer zu erkennen. Okay, dann legen wir mal die anderen da rein. Nichts passiert. Ich sollte das Innenleben der Konsole scannen, um mehr zu erfahren. Nö, ich dachte, ich hätte jetzt gescannt. Moment. Nee, falscher Scan. Hier vielleicht. So. Es scheint drei Energiequellen zu geben. Also die geht hier lang. Hier vorne, ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Hier unten. Und dann geht sie hier hoch und dann geht sie hier hin. Und das ist ein... Jede Energiequelle ist mit der Oberseite der Konsole verbunden. Okay. Das ist das erste. Wie nennt man das? Überholmanöver. Überholmanöver N und 7. Okay, Überholmanöver. Das, oder? Könnte... Was ist hier das Überholmanöver? Ja, ich würde sagen das. Nee. So. Muss ich das dann auch noch so quasi richtig drehen? Also so, dass es auch noch aussieht wie eine Pyramide in der richtigen Form? Die Symbole auf den Energiequellen kommen mir bekannt vor. Nee. Und die 7. Okay. Ich weiß, aber wie drehe ich es nochmal? Wie kann ich es nochmal so drehen? Ich kann es doch nur so. Hä? Es kann nicht so schwer sein, das Ding so zu drehen. Wie, ich kann es halt echt nicht anders drehen. Ich kann es nur so schräg immer drehen. Ich kann es so drehen, dann ist es halt immer falsch ausgerichtet. Jetzt. Also die Drehlogik erschließt sich mir gerade überhaupt nicht. Danke, Siegestor. Selbiges öffnet sich jetzt für mich. Wow. Technologie, die von Magie nicht zu unterscheiden ist. Der Sturm. Genau wie vorher. Ich muss weiter. Wir ahnten nicht, was kommen würde. Der Hüter. Der Hüter?
Okay, erweiterte Munitionskapazität ist super, denn das ist das Einzige, was mich so ein bisschen beschränkt. Direkt reingerollt. Na komm! An der Stelle nochmal Lob an die deutsche Synchro. Ey, danke Lachsmann! Die Lachsmänner und Frauen. Auch die Lachsfrauen sind bei mir herzlich willkommen. Lachstiere, Lachshunde, Lachssteine, Lachse. Das ist mir alles Lachs. So geht's mir, wenn ich Hotpot esse. Brenn! Brenn! Nee, aber ich muss sagen, ich finde die Art, wie die Dialoge eingebettet sind, oder eher die Monologe, eigentlich bisher sehr schön. Das ist gerade bei solchen Indie-Spielen gerne mal cringe, aber ich kann richtig den Horror nachvollziehen, wenn da dieser Bewuchs auf dir wächst und du gleichzeitig merkst, die Monster sehen mich immer mehr als Teil ihrer Welt. Das kann einem nur Angst machen. Ich habe gewartet, so
verloren. Aber die Angst... Richard. Klassische Resident Evil Hommage. Die Angst hielt mich wahr. Was? Schön auf den roten Sack. Das ist ein fieser Angriff, dass der diese Würmer quasi aktiviert. Was soll ich denn da machen? So, drittes Schild, mehr habe ich nicht. Mann! Du dummes Stück! Ja. Hier kann man sitzen oder stehen. Okay. Kann ich das vielleicht auch einschießen? Einfrieren? Ganz schlecht. Okay. Keine Spritze mehr. Oh Mann. Das muss jetzt sein. Wenn das jetzt nicht klappt, war es das für mich. Beinahe. Aber gar nicht so schlecht für die erste Begegnung, muss ich sagen. Ach ja, natürlich, guter Tipp. Eisplatte machen, damit die Würmer mich nicht kriegen. Ja, das war, glaube ich, der fehlende Trick. Kommandant Robinson? Okay. Ich drück's natürlich jetzt weg. Wir haben es ja alle schon gesehen. Nein! Da muss ich dann weg. Da darf ich dann, sobald er das Ding rausrotzt, muss ich weit weg. Klar.
Nein, erstmal Wege machen. Nee, so klappt es leider auch nicht. Aber an sich stimmt die Theorie. Jetzt. Nein! Nein, keine Energie mehr. Er war so knapp fertig, ey. Er war fast fertig. Die Bosse sind halt alle etwas fummelig, weil man ständig zwischen den Waffen wechseln muss. Aber wirkt so wenigstens nicht 0815, finde ich. Kann ich so bestätigen. Es wirkt eigentlich noch recht fresh. Ich meine, die ganze Idee dahinter ist nicht fresh, aber wie es präsentiert wird, wie man es als Spielmechanik einbaut, hat eigentlich bisher ganz gut funktioniert und es ist jetzt auch nicht zu schwer. Aber es war sehr knapp. Aber ich dachte auch nicht, dass ich keine Energie mehr habe. Mal, ne, du weichst einmal aus, dann haut er direkt nochmal. Okay, das muss man sich halt merken. Zweimal ausweichen und erst dann in, ballern. Und dann quasi die Chance nutzen. Da waren sie wieder. Kommt schon der Spratzer? Ja. Shit. Das ging schnell. Ich wollte auf die lange Fläche gehen. Okay, das machen wir schnell. Machen wir. Also ich nehme an, alle unsere Teammitglieder wurden zu Endbossen in irgendeiner Form. Kommandant Robinson. Oh, dieser Wischer. Immer nach. Nein, 1500 gerade verpasst.
Ich mache jetzt einmal den Ring komplett, weil das irritiert mich am meisten. Ja. So, ich will natürlich hier die Ressourcen einsammeln, deswegen habe ich das gerade gemacht. So leid. Ich hatte keine Wahl. Danke, Mayo Beans, Mann. Das Was war für dich. Ist mit dir geschehen, Richard? Tam, Mike, ich hoffe, ihr lebt. Die Hermes. Ich muss zur Absturzstelle. Ich sollte die Überreste untersuchen. Was von Richard noch übrig ist. Vielleicht finde ich etwas Wichtiges. Eine thermoreaktive Drüse. Jetzt kann ich wieder was bauen. Hochentzündliche Flüssigkeit. Gerne. Also Granaten, ne? Ja. Molotovs einfach. Sci-Fi-Molotovs. Laut Chat gibt es 6 Kapitel, das geht ja eigentlich noch, ne? Danke an der Stelle auch Chaos Field Redux. Ich mache ganz kurz mal 3 Minuten Pause, hol mir noch was zu trinken und wir sehen uns dann gleich wieder. Euch lasse ich in den geruhsamen, freundlichen, kompetenten Rollen von Stuhl. Bis dann. Genau, ihn gibt's auch bei Spotify, lieber Chat. Den Chat. Der Track ist auf Spotify. Ihr könnt ihn gerne downloaden. Kaufen könnt ihr ihn nicht. Ihr könnt aber gerne ein Abo dalassen. So, und weiter geht's. Erstmal wieder alles einsammeln. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich ein angenehmer Titel. Es ist halt mal was Gemütliches für zwischendurch. Geht scheinbar nicht allzu lang. Ist auch nicht zu kompliziert in seinen Regeln und sieht schön aus, man ist gerne unterwegs, aber es ist jetzt vielleicht nicht das Must-Have für jeden. Aber ich glaube, gerade Leute, die so ein bisschen, ja, vielleicht sogar Returnal, aber hat so viel von verschiedenen Spielen, aber die so ein bisschen die Spiele, die hier zusammengemixt werden, wer die mag, der wird hier sicherlich auch seine Freude dran haben. Oh, der Green. So. Danke auch, Borsheit und Tillami.
Hat das Spiel Koop? Nein. Obwohl es vielleicht gar nicht schlecht wäre. Ich würde mir gerne solche Spiele mal mehr mit Koop wünschen. Aber scheinbar ist das für den Netzcode einfach... Also es ist schwer, ein Spiel so zu programmieren, dass Koop richtig gut funktioniert. Zumindest reime ich mir das so zusammen von dem rudimentären Wissen, was ich so habe. Oh, dieser Übergang ist ganz schön, oder? Der war jetzt ganz schön. Also ich meine, es ist natürlich nur Nebel, der verschwindet, aber irgendwie... Kommst du so hin... Und plötzlich, ein ganz neues Areal. Ich kriege hier auch leichte Control-Vibes aufgrund dieser sich sämtlichen Regeln der Physik widersprechenden Steinmonolithen. Da gibt es wirklich genau solche Elemente auch in Control. Das sieht jetzt eher aus wie Avatar, ne? Manchmal sieht es auch ein bisschen aus wie Avatar. Sind die friedlich? Dies war ein wunderschöner Ort. Hey, mein Mädchen. Jemand schreibt jetzt gerade Destiny-Vibes. Ja, natürlich, klar. Das habe ich ganz vergessen, ne? Destiny auf jeden Fall. Nicht alle Wesen hier sind feindselig. Ich frage mich, ob die Aggressiven auch mal friedlich waren. Falls ja, was hat sie verändert? Ja, darüber wurde ja schon in den Aufzeichnungen, die wir finden, spekuliert. Irgendwas hier hat all diese Wesen korrumpiert, aber das kennt man ja, das ist ja immer so. Irgendwas muss die armen, friedlichen Wesen ja böse machen. Bei uns zum Beispiel, wenn du keinen Parkplatz findest, im Stau stehen, das sind so Sachen, die machen aus normalen Lebewesen Monster. Was ist es hier gewesen? Inflation. Mieten zu teuer. Grassteuer. Ich weiß es nicht. Weidensteuer, ne, das wäre eine gute Idee. Ah, geht nicht. Okay, weiter. Bei den Tieren muss ich eben an Outcast denken. Ja, ich muss sagen, ich habe selten so viele Spielideen in einem Spiel gesehen wie hier. Ganz viele Leute melden sich und sagen, das erinnert mich an das, das erinnert mich an folgendes Spiel. Und jetzt haben wir fast alles durch, ne? Wir haben eigentlich eine Menge Spiele schon erwähnt, die alle so ein bisschen dran erinnern. Aber ich sag sowas ja gerne, ich hab lieber irgendwelche fantastischen Welten, als zum 100. Mal irgendeine Steampunk. Ne, wobei Steampunk ist ja auch interessant, aber so, also, wie erkläre ich das? Was habe ich lieber? Also, was mir zum Beispiel, was mich nervt, ist, ich liebe Fallout, ne? Aber es sieht alles dreckig aus. Alles schlimm, hässlich, überall nur Metall und Betonreste. Das hat mich total gestört, weil es eben nicht schön ist, weil man nicht gerne herumläuft. Hier aber hat man doch immer wieder neue, interessante, imposante Bauten. Noch mehr Ausrüstung von der Hermes. Ich muss der Absturzstelle näher kommen. Mike. Ich werde euch finden, Leute. Und alle umbringen. Denn das ist doch mehr oder weniger das, was am Ende passiert. Das wird noch interessant, denn wir haben ja auch eine gute Freundin auf diesem Schiff gehabt. Und ich nehme an, die wird nochmal eine relevante, wichtige Position einnehmen in der Story. Es ist ja schon irgendwie hart, ne? Dass man seine ganzen Freunde mehr oder weniger erledigen muss, aber die sind halt mutiert. Das kennt man doch nun wirklich von allen anderen Spielen. Da geht's einfach nicht anders. Okay, jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt hier lang, wo es suggeriert wird, dass es weitergeht, oder gucke ich hier nochmal, ob ich noch weiter in Richtung dieses, genau, dieses... Ziel ist hier, laufe. Ah, dann gehe ich erstmal da lang. Das ist bestimmt wieder ein guter Geheimgang.
Danke, Painbreaker. Okay, wir gehen in die Höhle. Danke, Anarion. Du bist nur ein Buchstaben von Analion entfernt. Ich meine, das ist dir sicher selbstbewusst, ne? Gut. Mag ich. Speichermonolith. Fleischalluvale entwickeln sich weiter, indem sie sich mit dem umgebenden Stein verbinden. So schützen sie sich instinktiv vor Verletzungen. Fleischalluvale. Das ist die deutsche Synchronstimme von Penny aus Big Bang Theory. Ja, dann freut mich, dass sie doch endlich mal Dialoge mit Qualität vertonen durfte. Alter, der haut aber zu. Ich würde gerne nochmal speichern. Na, ich probier's nochmal mit Kryo. Wenn man halt einmal hinter die Lösung gekommen ist, sind die natürlich nicht mehr so stark. Aber man muss sich trotzdem noch konzentrieren. Und es ist ein bisschen auch wie bei, ja, wollte gerade sagen, es ist ein bisschen auch wie bei Dark Souls 1. Ist ja noch problemlos stemmbar. Aber sobald die Unvorhersehbarkeit von einem zweiten und seinen Angriffen plötzlich kommt, kann man das halt nicht mehr so sagen. Da wird es dann plötzlich schon knifflig. Bin wieder da, verflixt, bin bei Beamons Spotify-Account hängen geblieben. Genau, den gibt's jetzt nämlich. Du bist, glaube ich, der Erste, der überhaupt darüber mal was geschrieben hat und reagiert hat. Was zeigt, dass du besonders talentiert bist. Und auch schön und klug. Und alle sich an dir ein Vorbild nehmen sollten. Denn du kennst den Shit. Du bist am Puls der Zeit. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, auch einen Spotify-Musik-Account. Ich bin jetzt Musiker. Aber ich fange erst an. Es wird noch viel besser werden. Okay, Moment. Hier kann ich also nicht weiter. Ja gut, das Ziel ist ja jetzt auch gar nicht relevant. Wir sind hier in eine Nebenhöhle gelaufen und haben wieder mal nur einen dreckigen, schmodderigen Würfel bekommen. Die haben wir gekillt. Hier geht's auch noch weiter. Ja. Ist dort der Biersong dabei? Na, es gibt aktuell nur zwei Songs. Eine Remaster Remix Edition von Stuhl und eine von Bier. Thank you.
shit. Okay, Nahkampf bringt hier wirklich gar nichts. Also man kann teilweise auch wirklich gar nicht mehr groß nachdenken, weil man einfach so sehr beschäftigt ist damit, um sein Leben zu kämpfen. Oh, ich höre wieder, ich habe einen Punkt. Mehr als in Mathe damals. Ne, wobei, ein Punkt ist das Minimum, ne? Okay, komm, was können wir dir geben? Effektiver Ressourcen abbauen, ich habe im Moment genug immer. Verbrauchsgüter kosten weniger. Ich habe noch gar keine genutzt. Das hier ist interessant. Kate kann einem Todesstoß widerstehen. Aber die Fähigkeitenpunkte habe ich ja gar nicht. Wie viel braucht man hier? Auch 2. Kostet alles 2. Die Dinger kosten nur 1. Okay, dann bleiben wir erstmal unten. Munition, mehr, schneller nachladen. Injektion zum richtigen Zeitpunkt, schnelleres Nachladen. Das ist eine gute Idee. Das ist so ein bisschen der Gears of War Reload-Trigger. Und der ist wichtig, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Hier wollte ich lang. Ja. Wenn hier nicht auch noch ein Würfel ist. Ich hätte von Anfang an auf diese Dinger schießen sollen, aber das ging einfach zu schnell. Da ist er. Wann geht's weiter mit Game On? Tut mir leid, ich habe gerade einfach im Moment wenig Zeit. Ich versuche, die Zeit, die ich habe, so zu... Also einzuteilen, dass sie vor allen Dingen für die Dinge was bringt, mit denen ich halt auch was verdiene. Game On gehört nicht dazu, den mache ich halt aus Spaß, aber ich habe auch ein Problem gehabt, weil ich nicht wusste, welche Spiele ich da überhaupt reinbringen soll in letzter Zeit. Tatsächlich hat auch jemand aus dem Chat was sehr Interessantes gesagt, wo ich lange drüber nachdenke. Und zwar war das so, ja, dadurch, dass du ja immer die Spiele einsprichst, die du spielst und ich dir beim Spielen eh schon zugucke, höre ich mir das im Grunde dann doppelt an. Und das stimmt, das ist natürlich so nicht gedacht. Ich dachte halt, ich erreiche damit Leute, die mich sonst nicht gucken. Aber wenn ihr das schon guckt, ist natürlich eigentlich Quatsch, dann braucht ihr den Podcast eigentlich nicht. Da würde ich dann mir mal ein anderes Podcast-Thema oder so überlegen. Aber es ist einfach eine Zeit, es ist wirklich ein extremes Zeitproblem. Und es soll ja Spaß machen, aber ich habe schon lange drüber nachgedacht, die ganzen Spiele der Vergangenheit, jetzt von Hogwarts bis hin zu hier auch die aktuellen Spiele, die ich alle gespielt habe, da nochmal drauf einzugehen. Ich habe es aber bisher nicht geschafft und habe schon extra den Patreon-Account pausiert, damit die Leute nicht zahlen müssen. Und naja, fühle mich auch ein bisschen schlecht, aber genau das wollte ich vermeiden, dass ich irgendwie Druck habe. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehe. Im Moment habe ich keine Zeit gehabt und ich will seit einem Monat, aber ich habe mir mittlerweile auch gedacht, okay, es ist ja nicht so, als ob die Leute jetzt verzweifelt dringend diesen Podcast brauchen. Guckt euch Almost Daily an, da haben wir momentan wöchentlich 90 Minuten und das ist richtig nice. Das kann ich euch sehr empfehlen. Vielleicht mache ich mal irgendwann einfach einen normalen Quatsch-Podcast noch. Ich weiß es nicht, es ist schwer im Moment. Es ist, glaube ich, dadurch, dass ich jetzt mit Sport angefangen habe, frisst es genau in die Zeit rein, die ich früher dann nochmal schnell 2-3 Folgen aufgenommen hätte. Gehe ich heute halt lieber zum Sport. Wir haben auch eine sehr schöne Folge Sitcoms der 90er und 2000er Jahre aufgenommen mit Ede und Gregor. Kann ich sehr empfehlen.
ist jetzt der dritte Teil aufgenommen worden. Also es ist einfach absurd lange. Wir reden am Ende, glaube ich, 15 Stunden nur über Serien der 80er, 90er und 2000er. Und es ist auch cool, lohnt sich auch. Was für ein Sport. Kraftsport. Ich habe schon mehrere Prozent Muskelmasse hinzugenommen und Fett verloren. Das ist nicht vielversprechend. Logbucheintrag. Kürzlich getötet. Die Bisswunden sind etwa 15 cm tief. Was könnte das getan haben? Aggressive Wesen streunen in den Höhlen umher. Vielleicht habt ihr sogar noch gehört, wie ich den Button gedrückt habe, aber es war ein Ticken zu spät. Die Folge heißt Serien der 90er. Ja, könnt ihr gerne mal machen. Ich würde gerne so viel mehr Podcasts hören, da empfehle ich dir Sport zu machen. Ich höre fast nur noch Podcasts im Zug. Ne, wobei, da schreibe ich mittlerweile. Beim Sport auf jeden Fall und beim Laufen zum Sport und generell, wenn ich draußen mit dem Hund bin, da höre ich Podcasts. Ansonsten habe ich da auch keine Zeit mehr für, aber ich kann es dir sehr empfehlen. Ich bin ja auch nicht hier 24/7, obwohl Simon TV ich gerne schaue. Und ich schaue mehr Simon TV als RPTV. Also, es ist... Das sind wieder die Überreste. Es ist völlig okay, wenn ihr beides schaut oder nur eins von beidem. Also Rocket Beans zum Beispiel. Das ist alles cool. Oh Mann, ich bin weit zurück. Ich muss den ganzen Weg nochmal... Ah, nee, hier war die... Ach, das war eine Abkürzung. Jawohl, okay, cool. Also ich... Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr unsere Inhalte konsumiert. Das sichert ja auch unsere Existenz, aber welche das sind, das ist dann wirklich euch überlassen. Vielleicht sollte ich mal eine Granate auf den werfen und dann anzünden. Ah, okay, hat geklappt. Das Ding besteht ja nur aus Maul. Logbucheintrag. Ein stark ausgebildeter Unterkiefer mit messerscharfen Zähnen. Sehr starke Extremitäten, durch die die Kreatur schnell zu ihrer Beute aufschließen kann. Um nochmal ein bisschen was Positives zu sagen, was mir schon seit längerem auffällt im Spiel. Es ist wirklich ein schöner Score. Es ist so richtig schöne... mysteriöse, nicht störende, aber sich dem Setting immer wieder anpassende Musik. Zwei Fähigkeitspunkte, okay. Keine Sorge, Code, ich weiß es, aber ich hebe es mir auf bis zum dritten, bis ich drei habe. Die sind offensichtlich empfindlich am Maul. Können es auch nochmal scannen. Ja, irgendwie glaube ich schon. Nein, ich habe die Resi 4 Demo noch nicht gespielt, aber ich werde sie gleich noch spielen. Ich muss gucken, wann ich hier aufhöre mit diesem Titel. Würde gerne das Kapitel noch zu Ende spielen.
hätten wir ein Drittel des Spiels dann auch schon durch. Und das wäre ein guter Moment, um dann Resident Evil weiterzuspielen. Das muss ich dann aber noch runterladen. Gucken wir mal, wo wir landen. Mann, wie dumm. Okay. Okay. Keine Sorge, Leute, ich weiß, ich habe 2 Punkte sogar, aber ich will noch einen weiteren aufheben. Ich will mit 3 Punkten mir ein besseres Upgrade holen. Da habe ich eins im Auge. Deswegen warte ich noch. Sie wurden in Stücke gerissen. Das müssen die Monster in der Nähe gewesen sein. Das war jemand, der dir nahe stand, nicht wahr? Rette deine Leute. Halte den Hüter auf. Diese holographische Technologie ist unglaublich. Ich glaube, ich könnte daraus etwas Nützliches machen. Eine Art Ablenkung. Eine smarte junge Dame. Nein! Ich wollte eigentlich das mal wechseln. Ich wollte wissen, wie kann ich das denn... Weil das wechselt jetzt, die letzten Male hat es automatisch gewechselt. Hier, kann man es hier auswählen? Nee. Ja, wird sicher noch später kommen. Oh, diese Ausrufezeichen. Nie gehen sie weg. Hier vielleicht? Nee, auch nicht, ne? Inventar... Ja, es geht auf jeden Fall irgendwo, aber da müssen wir echt nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Irgendwas mit den Buttons ist es auf jeden Fall nicht. LR ist es nicht. Okay. Muss reichen. Danke, Philam Gaman. Oh, was passiert hier mit der... Okay. Ha! Ja, das ist eine gute Empfehlung von Knallhart. Wenn ihr den alten Podcast von Simon noch nicht kennt, dann guckt mal auf Spotify nach Monday.
Da gibt es eine Folge mit Trant, die ist auch sehr lustig. Ja, es gibt auf jeden Fall eine sehr gute Folge mit Trant. Es ist generell sehr schwer, den Trant vor irgendein Mikro zu holen. Da hat es nochmal geklappt. Monday Podcast. Einfach finden. Kriegt ihr hin. Die Seite existiert nicht mehr, aber die Podcasts sind bei Spotify noch. Auch sehr schön, finde ich, jeden Dezember könnt ihr euch gerne mal den Adventskalender vom Monday-Podcast anhören. Der passt eigentlich jedes Jahr wieder aufs Neue. Die Absturzstelle kann nicht weit sein. Ich hoffe, Tam und Mike leben noch. Hat Simon Boulogne schon durch? Noch nicht, nein, aber ich spiele das auch noch weiter. Ich spiele ja im Moment parallel mehrere Spiele. Atomic Heart habe ich aufgehört, Sons of the Forest haben wir durchgespielt. Boulogne bin ich noch mittendrin. Das sieht ein bisschen aus wie der X-Wing, ne? In Dagobah. Wie heißt der Planet? Ich weiß gar nicht, aber Dagobah-System? Ich weiß gerade nicht, wie der Planet heißt. Stinkloch. Stinkloch 2, genau. Da, wo Yoda abgammelt. Sieht ein bisschen so aus, ne? Das Triebwerk ist ausgebrannt. Robinson muss maximalen Schub gegeben haben, um den Sturz abzufangen. Haben Day und du nochmal vor, was zu machen? Na, wir haben zum Beispiel ein, zwei Mal schon zusammen Stromverstärker. Okay, gut. Gut. Wir haben schon mehrfach WoW zusammengespielt. Okay, sehr gut. Aber wir haben ja damals aufgehört, weil sowohl der Day als auch ich keine Zeit mehr hatten. Er ist ja Anwalt und hat viel zu tun, hat Kunden, hat eine Familie, also das ist einfach nicht mehr machbar. Und ich hatte natürlich mit meinem Stream dann irgendwann auch sehr, sehr viel zu tun. Also haben wir es dann sein lassen, aber der war ja tatsächlich sehr erfolgreich. Also es waren schon fünfstellige Abrufzahlen, was eigentlich immer ganz gut ist. Aber es war einfach irgendwann nur noch Druck und genau das wollte ich halt nicht mehr haben. Und da landen wir jetzt wieder bei Game On, wo ich wieder dieselbe Falle mir gebaut habe, dass ich mir selbst Druck mache, das jetzt irgendwie zu bestücken. Mal gucken. Aber ich würde gerne nochmal wieder einen eigenen Podcast haben, wo man halt einfach über alles Mögliche redet, wo ich nicht irgendwas reviewe oder so. Aber im Moment konzentriere ich mich erstmal auf Almost Daily. Oh, Moment. Okay, das war... Genau. Oh, gar keine Muni mehr. Geh mal woanders hin, Diggi. Da hat das kurz gut geklappt. Die greifen alle, weil sie sehr dumm sind, greifen die das Hologramm an. Und ich kann durch. Der Planet, den du meinst, heißt Dagobah. Heißt da, also das System heißt so und der Planet auch. Okay.
Warum hast du mit Atomic Heart aufgehört? Es hat mir gegen... Also ich bin so in der Mitte und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil viele Sachen mir zu ungereimt sind. Es sind mir zu viele Dinge, die mir den Spielspaß irgendwie versauen. Der Rumpf ist noch intakt. Die Kämpfe, Mike, die Unfairness, die Unausgegorenheit der Waffen, die man fast nie findet. Und dann bist du da die ganze Zeit mit drei langweiligen Standardwaffen unterwegs. Das hat einfach für mich irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mit Kies auch drüber gesprochen, der das gar nicht so schlecht fand wie ich. Der es aber auch nicht optimal fand. Der meinte auch, das Spiel ist schon ganz schön unausgegoren und so. Aber es gibt halt offensichtlich auch Leute, die daran Spaß haben, mehr als ich. Für mich selbst, und ich höre ja eigentlich selten auf bei Spielen, war es aber dann irgendwann einfach Plackerei. Und da denke ich mir, nee, ey, wenn ich hier 2 Stunden gegen einen Endboss anrenne, der einfach nicht gut ist, der einfach nur halt ne, Standard Hitpoint-Geflexe ist. Ich bin noch nicht fertig mit der Hermes. Ich weiß nicht, also da habe ich dann offen gesagt einfach keine Lust mehr gehabt. Aber ich will es auch nicht unbedingt dem Spiel zuschreiben, wobei ich aber schon sagen muss, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht gegen Ende. Ich würde sagen, das ist eine 6 von 10. Mit tollem Anfang, wird immer schlechter. Aber es ist völlig okay, wenn andere Leute andere Meinungen haben dazu. Aber ich muss ja nicht immer alles dann auch zu Ende spielen, wenn ich selbst noch nicht mal mehr davon überzeugt bin. Das offizielle Abzeichen der SCAR-Organisation. Das stolzeste Symbol der Weltraumagentur auf der Erde. Es wird langsam aber sicher von außerirdischer Biologie überwachsen. Sehr symbolträchtig. Hast du auf schwer gespielt? Nein, ich habe auf normal gespielt. Ich habe am Anfang auf schwer gespielt und dann ganz schnell gemerkt, okay, das macht noch weniger Spaß auf schwer. Aber wie gesagt, ich finde es halt auch nicht so spannend inszeniert, dass ich unbedingt es zu Ende spielen muss. Ich finde den Anfang sehr, sehr gut, aber dann ist es halt ein etwas unausgegorener, etwas ungleich designter Standard-Shooter. Von diesem Bewuchs. Genau wie bei Robinson. Woher kommt dieses Zeug? Tja, keine Ahnung. Leider kann ich aber auch nichts... Da komme ich nicht durch und ich habe auch keinen Code. Jetzt ist es so ein bisschen Dead Space. Was ist dieser Meta-Eder? Warum hat er uns hergebracht? Ohne Schlüsselkarte nicht zu öffnen. Mike, was ist passiert? Wo ist Kommandant Robinson? Nein, nein, nein! Mike! Ich bringe dich ins Labor. Halt durch. Das wird schon wieder. Ein Schuss ausgelöscht. Die Bosse bei Atomic Heart waren ganz schlimm. Einfach nur Bullet Sponges, wo man alle paar Sekunden Shift drücken muss, sonst tot. Ja, das meine ich. Es gab so diesen Doppeldash. Also, ich sag noch eine Sache dazu. Und dann ist auch gut, weil ich auch, ich habe jetzt keinen persönlichen Hass gegen das Spiel oder so. Sondern es war halt irgendwann einfach, okay, ich habe zu viel anderen Kram. Jetzt kommt Resident Evil und so. Und da wollte ich dann einfach nicht noch eine weitere offene Stelle haben, die ich 10 Stunden bearbeiten muss. Nur weil ich mal gesagt habe, ich spiel's durch. Aber ganz viele im Chat haben auch gesagt, ja, das Spiel will, dass du es genauso spielst, wie sie sich das vorgestellt haben, die Entwickler. Aber, und das ist halt mein großes Problem damit, die haben halt nicht dafür gesorgt, dass man dann auch weiß, was die Entwickler wollen. Also man darf sich frei entwickeln, seine Figur. Und dann musst du aber ständig vor jedem Endboss oder neuen Level, musst du dann deinen ganzen Kram komplett rausnehmen und neu reinmachen, damit du auf das, was sie da wollen, vorbereitet bist. Und das führt halt dazu, dass man dann eigentlich die ganze Zeit nur versucht rauszukriegen, was wollen die Entwickler und wie funktioniert der Boss jetzt hier. Und dann muss man seine ganzen aufgelevelten Geschichten umstellen und darauf anpassen. Das ist okay, es ist legit als Spielmechanik, aber ich persönlich finde sowas einfach ungelenk und ermüdend. Und deswegen hat mir das keinen Spaß gemacht, mich dann immer wieder neu auszurichten auf den Endboss. Ich meine, das ist zum
zum Teil natürlich bei einem Elden Ring auch nicht anders, aber ich hatte das Gefühl, sie wollen einem suggerieren, hier, du hast die volle Freiheit, mach was immer du willst und am Ende geben sie dir 3 Waffen, die anderen musst du irgendwie randomisiert finden und gleichzeitig hat jeder Boss eine spezielle Strategie, die man erstmal rausfinden muss. Irgendwie hat es mir einfach nichts gebracht. So. Ist aber jetzt auch gut, weil ich habe nichts gegen das Spiel und es ist völlig okay, wenn ihr das gut findet. Aber ich spiele so viele Spiele durch, es muss nicht sein. Es muss nicht jedes Spiel durchgespielt werden. Also vor allen Dingen keine Spiele, die für mich so 6 von 10 sind. Das mache ich dann, wenn es mein Spielgenre ist oder ich richtig Bock drauf habe. Aber bei Atomic Heart ist es nicht so. Danke, Quick Ben. Ein schnelles Abo dagelassen. Hab ich kaum mitgekriegt, so schnell war das. Ey, ich brauche jetzt mal ein weiteres Monolithen-Speichermodul, weil das ist schon ein weiter Weg dahin. Die Hermes. Der Rumpf ist noch intakt. Tam, Mike, bitte seid am Leben. Logbucheintrag. Mike geht es überhaupt nicht gut. Ich habe ihn in das Biobett gelegt und mache ein paar Tests. Eine improvisierte Batterie? Das ist bestimmt Tams Werk. Mike? Mike? Was ist passiert? Wo ist Kommandant Robbins? Was ist dieser Meta-Eder? Warum hat er uns hergebracht? Danke, Topsikret. Ja, ich weiß das mit den Skillpunkten. Ich warte noch auf meinen dritten. 2 ist nicht genug. Das ist so gemein, dass man jetzt in diesem kleinen Gang auch noch angegiftet wird. Was soll ich denn machen? Einfach nur warten. Unsere Jacken. Die nehme ich mit. Jawohl. Den will ich haben. Den Türöffner. Muss mal gerade eine Sache ausprobieren. Denn manche haben gerade gesagt, dass wenn mit 3 Punkten ich mir die noch gar nicht holen kann. Aber hier 2 könnte ich mir eigentlich... Ja, seht ihr, den könnte ich haben. Also könnte ich auch diesen hier haben. Oder den. Heilmittel. Das will ich eigentlich haben. Heilladung. Das ganz oben... Weniger Schaden ist auch gut. Was hier noch? Nahkampf. Oh, das ist eine gute Idee. 25% der... Ne? Also man kann einen Todesstoß mit der Nahkampfwaffe versetzen. Das wusste ich noch gar nicht. Also ich würde gern das hier haben. Das will ich haben. Heilmittel. Noch mehr von diesem Bewuchs. Ach nee. Genau wie bei Robinson. Wir wollen ja jetzt erstmal hier diese Dinger aufmachen, genau. Unser Abschluss.
Fühlt sich an wie aus einem anderen Leben. Na gut, das haben wir natürlich jetzt schon mal. Ach, das Passwort ist wahrscheinlich 0620 62010. Das ist wirklich der Klassiker. Deswegen solltet ihr sowas nie machen. Nein. Der alte Hackermon. Aber hier war doch noch was. Da. Das ist doch dasselbe. Höherer Schaden. Einfach zwei aneinanderlegen. Okay, soll mir recht sein. Gut. Wenn es durch Schotten aus Plastahl schneidet, schneidet es alles. Hier. Elektrisches Messer. Untersuchen. Nee. Könnt ihr ja hier auch nochmal gucken, ne? Gegenstände, Aufklärung. Lebensdauer, schnell nachladen, Verbrauchsgüter. Alle Waffen stärker. Nee, nee, das ist schon okay, da wo ich gerade bin. Wir warten noch. Jetzt muss ich quasi aufladen, oder? Ja. Gut. Die Probe scheint mit Naniten kontaminiert zu sein. Sie manipulieren seine Zellstruktur. Könnte das bedeuten, dass die Mutationen künstlich erzeugt wurden? Das bedeutet es in solchen Spielen immer. Mike! Sowas ist geil. Sowas mag ich. Hat das so wirklich das Ding Flair. Ist dasselbe bestimmt auch mit Richard passiert? Oh Mike, was ist hier nur mit dir passiert? Tja, kann man das noch scannen? Ja. Sein Blutkreislauf ist voller Fremdkörper einer unbekannten Legierung. Mike und Robinson sind losgezogen, um die Umgebung auszukundschaften. Ich versuche, das Scansystem des Schiffes zu reparieren. Ohne Scanner sind wir blind gegenüber allem, was um uns herum vor sich geht. Medizinisches Logbuch. Mikes Zustand hat sich dramatisch verschlechtert. Die Tumore auf seinem Körper breiten sich exponentiell aus und verteilen sich im ganzen Labor. Ich habe keine Chance, ihn zu heilen. Ich habe eine einzelne Naniteneinheit isoliert. Ihr Aufbau ist viel zu komplex. Aber ich habe entdeckt, dass sie dauerhaft binäre Signale empfängt. Sieht aus wie ein Befehlssatz. Meine Hypothese lautet, dass diese Naniten von einer zentralen Quelle gesteuert werden. Wenn ich sie finde, kann ich den Prozess vielleicht umkehren. Tim hat die Koordinaten auf ihrem Computer gespeichert. Was ist da oben? Noch kurz nochmal gucken. Der Chat ist wütend. Und er will, dass ich selbiges verstehe, damit ich das hinkriegen kann. Steht da unten ja, lerne 3 Stufe 2 Fähigkeiten. Also diese 3, das ist ja ärgerlich. Okay, also kann ich die mehr oder weniger einfach, ne? Nehmen wir den. Dann habe ich ja keinen mehr. Okay. Ja, ärgerlich. Dauert also noch, bis ich das da oben kriege. Aber irgendwie auch logisch. Die Dinger hängen ja immer zusammen. Okay. Was haben wir hier noch? Es muss ja irgendwie eigentlich der Typ hier noch sein. Irgendwas habe ich hier noch übersehen. Ich scanne ja schon. Ah, da. Was ist das? Er hat auch eine dreieckige Wunde am Oberkörper.
Sieht aus, als stamme sie von einem festen, dornenähnlichen Projektil. Komisch, dass ich das mir nicht angucken kann. Das Gehirn. Das Scannen hier ist so ein bisschen frisselig. Also so, weil so, man kann oft nicht hundertprozentig verstehen, was sie eigentlich wollen, dass man scannt. Und dann ist dieser Scan-Bereich, den man da drücken muss, oft sehr klein, fast schon... Ah, okay. Medizinisches Logbuch. Der Körper des Patienten ist mit einer abnormen krebsartigen Wucherung bedeckt. Temperatur 39,8 Celsius. Der Blutdruck ist außergewöhnlich hoch, 190 zu 120. Puls 136, Pupillen stark geweitet. Ich gebe ihm 120 Kubik Proteinsynthetisierer, was hoffentlich seine Temperatur senkt und den Blutdruck normalisiert. Beginne mit der Diagnose. Tamara hat Blutproben zur Analyse entnommen. So, das haben wir jetzt alles. Jetzt gucken wir uns das gleich an. Vorher möchte ich kurz noch eine Sache vorlesen. Von Topsy-Kret. Ahoi Simon, sehe dich mittlerweile seit der Giga-Zeit. Danke. Mit einem Hamburger Kumpel von mir hast du auf einer Party auch mal auf einer Couch gesessen und ein bisschen gesplifft. Mag dich und die ganze Truppe von damals bis heute RKTBN SA. Mach weiter so Premium-Content. Danke. Ich weiß nicht, was du mit Spliff meinst. Was kann das sein? Immer diese jugendlichen Ausdrücke für Cola trinken und sitzen und Beine übereinander schlagen und reden. Okay, wir untersuchen. Tim hat Mikes Blut analysiert und entdeckt, dass es mit unbekannten Naniten verunreinigt ist. Diese Naniten scheinen Mikes Körper zu verändern. Das heißt, sein Zustand wurde künstlich herbeigeführt. Tamara hat es geschafft, eine einzelne Naniteneinheit zu isolieren und dabei eine Übertragung entdeckt, die sie offenbar fernsteuert. Dann ist sie losgezogen, um die Quelle zu finden und den Prozess umzukehren. Ich muss zu diesen Koordinaten. Nur so kann ich Tim und Mike helfen. Okay, damit haben wir ja unsere Aufgabe. Wir müssen weiter. Immer weiter. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch bei der Hermes bald durch. Was ist hier mit der... Kann ich die Batterie nicht doch irgendwie mitnehmen? Nee. Jetzt gehen wir wieder raus. Hier wird es kalt. Ach, ich sollte meine Jacke anziehen. Na endlich. Ah, das dritte Kapitel. Ein bisschen weiter haben wir es geschafft. Jetzt haben wir auch genau 10 Uhr. Jetzt könnte ich natürlich eigentlich ganz gut überlegen, ob wir hier jetzt ein kleines Päuschen machen, nachdem wir 2 Kapitel von diesem 6-Kapitel-Spiel hinter uns gebracht haben. Und dann würde ich wahrscheinlich schon nochmal weiterspielen, weil es macht mir eigentlich durchaus Bock und Laune und ist halt, sage ich mal, sehr gemütlich durchzuspielen. Und ich mag die Story bisher auch. Also ich meine, ich mag, was da passiert, auch wenn es alles ein bisschen generisch ist. Ganz schön kalt hier. Und mir gefällt die Protagonistin aus irgendeinem Grund. Mag ich die. Die ist irgendwie ganz angenehm. Die wird angenehm präsentiert. Sie ist zu hoch, um darüber zu springen. Hypothermie kommt jetzt auch langsam ins Spiel. Logbucheintrag. Diese Pflanze brennt unter extremer Temperaturentwicklung, heißer als entzündeter purer Sauerstoff. Sie wird vorübergehend intensive Hitze abgeben. Also, das ist unser rotes Fass. Hier ist es der rote Strauch. Geht auch, würde ich sagen. So, ich würde jetzt gleich dann mal abspeichern und rausgehen und hoffen, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ich eine Runde Scars Above spiele. Vielleicht gehen wir noch einen weiter, bis wir zum nächsten Monolithen kommen oder so. Und dann starten wir gleich... Kann ich denn hier jetzt... Nee, genau, das ist nur dieselbe Nummer wieder. Und dann starten wir gleich nochmal den Download für Resident Evil 4, für die Resident Evil 4 Demo. So, wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht muss ich den Strauch zum Explodieren bringen. Andi Strauch bringst du nur zum Explodieren, wenn du ihn in einem Stau stellst.
Das kann er gar nicht ab. Der Andi Strauch will Auto fahren. Die ganze Zeit. Dann hier vielleicht lang. Ach, da ist er ja. Fühlt sich gut an, zu so einem Monolith zu kommen. Und dann hören wir jetzt auf. 99% des Chats wollen doch, dass du Resident Evil 4 spielst. Ja, dann mache ich das jetzt auch mal. Aber ich muss wirklich sagen, und da lasse ich kurz mal ein Fazit hier los. Ich muss sagen, das ist ein sehr schönes Spiel. Es ist, wie schon oft gesagt, nicht wirklich überraschend in irgendeiner Form, was das Gameplay angeht. Alles Mechaniken, die man schon mal gesehen hat, die Elemente, mit denen man schießt, die Kombinationsmöglichkeiten, die man hat mit den Elementen, kennt man ja aus Bioshock unter anderem auch. Dann hat das halt sehr vieles, was man, was einen an Returnal erinnert, an Dark Souls erinnert, an eine Menge Spiele erinnert. Alles ein ganz netter Mischmasch von einem sehr jungen Entwicklerteam noch. Die haben davor nicht viel Größeres gemacht. Also das ist wahrscheinlich im Moment der größte Titel, den die haben. Und ich muss sagen, dafür gefällt er mir sehr, sehr gut. Gerade die deutsche Umsetzung, gerade die Sprache und die Musik ist was für mich. Und wenn das jetzt genug Leute gucken, ich werde es mindestens noch einmal weiterspielen und vielleicht auch durch. Aber wenn das jetzt genug Leute gucken, dann erst recht, dann habe ich nämlich auch einen Grund. Das würde mich freuen. Und allen anderen wünsche ich jetzt einfach viel Spaß mit dem, was nun kommt, denn jetzt kommt erstmal das Runterladen von Resident Evil. Ob das überhaupt hier hinhaut, das werden wir jetzt gleich zusammen erleben. So, damit gehen wir zurück zum Desktop und ich suche jetzt erstmal hier bei Steam die Demo. Ich lese gerne auch mal ein paar Meinungen vor von euch. Wo finde ich das denn? Resident Evil 4? Meinungen von euch, was schreibt hier der ein oder andere von euch? Sharkloft schreibt über die Protagonistin. Die hat auch nicht so krass kranke, große Brüste wie so manch andere Games. Die schaut einfach normal aus. Und damit schreibt Maislata und damit sympathisch. Das stimmt, sie wirkt nicht so sehr wie so eine Sexbombe. Sie ist eine Wissenschaftlerin. Wirklich. Da, wir haben keine Zeit für Sex. Hier wird nur geforscht. Das Einzige, wo man forsch ist, in der Forschung. So, was schreibt noch jemand? Anuna schreibt, Character und Setting haben mir auch echt gut gefallen. Und viele andere sind auch eigentlich ganz happy damit. So, jetzt gucken wir mal, wie lange der Download dauert. Der dauert 15 Minuten. Naja, nicht ganz. Es geht hier langsam runter. Aber wenn ihr seht, das ist dann doch schon eine gewisse Länge, die wir hier warten müssen. Und währenddessen ist wahrscheinlich überall rot bei euch. Wahrscheinlich ruckelt es, wahrscheinlich streamt es schlecht, Qualität wird mies, könnt ihr überhaupt hören und nur noch abgehakt. Eine Stimme? Ich weiß es nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Dann machen wir als allererstes mal ganz kurz ein kleines Päuschen, allerdings nicht mit dem Stream, sondern wirklich nur also für den Stream für euch, für Werbung. Oh, ein paar Leute sind auch gerade in der Werbung schon gelandet. Ohne dass ich es wollte. Ist automatisiert einfach so losgelaufen. Ja, wir machen ganz kurz mal den Stuhl rein und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Ich hoffe, ihr könnt mich immer noch verstehen und wir haben 8% runtergeladen. Es werden nur noch mehr werden. Und dann haben wir es. Resident Evil 4, die Chainsaw-Demo zum neuen Remake. Remake, nicht Remaster. Die gute Sache, die gute Form von nochmal. Wir sehen uns gleich. Bis dann, Leute. Tschüss. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Geht das so?